was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen, roll das Fass mal rein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen, roll das Fass mal rein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Jetzt wollen wir schaffen, 7 Tage lang. Jetzt wollen wir schaffen, kommt was an. Jetzt wollen wir schaffen, 7 Tage lang. Jetzt wollen wir schaffen, kommt was an. Ja, hallo, herzlich willkommen hier aus Osthessen. Wenn man ein bisschen den Weg rauf geht, dann weiß man, warum hier die Gegend auch hessisch Sibirien heißt. Da pfeift dann ein ganz kalter Wind, während hier die Sonne relativ warm auf diesem Bauernhof liegt, bei dem ich jetzt seit vielen Jahren bin. Hier an dieser Stelle habe ich mit Udo Lindenberg am Horizont geht's weiter gearbeitet. Etwas weiter hinter dem Haus mit Klaus Lage, 1000 Mal berührt geschrieben und hier bei den Bots, was wollen wir trinken? Und andere Lieder übersetzt und ein paar andere Sachen sind hier auch gewesen. Wer mehr davon wissen will, kann sich das auf meiner Webseite anschauen. Da hat Konstantin zu Eulenburg ein Fotovideo gedreht hier über die Gegend. Aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Ich bin jedenfalls hier in Osthessen, nicht in Berlin. Deswegen haben wir auch gar nicht versucht, mit dem Greenscreen irgendwas Berlinerisches vorzutäuschen. Obwohl Berlin ist natürlich hochspannend, auch in diesen Tagen. Da sage ich jetzt gleich was zu. Wir werden gleich mit dem wunderbaren Kabarettisten Rainer Krönert sprechen. Das heißt, ich werde mit ihm sprechen. Er ist live hier dabei. Und er ist ja ein Meister im sehr sparsamen, aber sehr effizienten Darstellen parodierter großer Persönlichkeiten. Und heute geht es ja auch um den 80. Geburtstag von Gerd Schröder, der, wie ich finde, ein beachtliches Interview live gegeben hat. Also nicht als Rainer Krönert verkleidet, sondern sehr persönlich, was man sich anschauen kann. Finde ich dann auch beachtlich, denn wegen dem bin ich ja mal nach 33 Jahren aus der SPD ausgetreten. Und jetzt habe ich doch etwas mehr Respekt bekommen. Und dann werden wir sprechen mit Paul Brandenburg, jenem Unfallarzt, der dann zum großen Blogger geworden ist und Aufklärer, nicht nur in Sachen Corona, mit dem zusammen und Kevan Sufisiyavash, ich ja auch den Nachschlag Express jetzt am kommenden Donnerstag wieder machen werde. Übrigens dann auch am Dienstag mit Roland Tichy, die Streitbar. Allseits einiges kommt da immer zusammen und ich freue mich sehr auf die beiden Gesprächspartner. Mach nur ein paar Worte vielleicht vorher zu dem Thema, denn ich habe mir gestern wieder Oliver Welke angetan. Man macht es ja immer wieder und man muss wirklich feststellen, wenn einem Kabarettisten die Staatsmacht in die Glieder hineinfließt, dann erstirbt das Lachen. Das ist so, wie wenn irgendein Witzbold pausenlos Witze über gebrechliche Menschen macht, die in einer Pfütze ausgerutscht sind und dann der Länge nach hingefallen sind. Und er stellt sich hin und deutet dann auf denjenigen, der da im Dreck liegt und sagt, guckt hier, ist das nicht komisch? Da erstirbt das Lachen auch. Also auf Kosten der Schwächeren, ob jetzt sozial oder körperlich oder anders, ist schwer Witze machen. Aber da wird rumgetrampelt bei Oliver Welke, bei Böhmermann, bei Krömer und anderen, auf denen, die eben keine Medienmacht im Rücken haben
Und hinter den Kabarettisten steht der Staat. Das sind staatliche Comedians geworden. Und deswegen auch von eingeschränkter Witzigkeit, um es mal mit Heinz Schenk zu sagen. Wir werden nach der Sendung dann auch ein Twitter-Space, ein X-Space haben, wo ihr euch wieder äußern könnt und wo ihr dann auch zu dem, was ich hier vortrage, natürlich Widerspruch erheben sollt. Es ist so, wie bei Honoré de Balzac, dem großen französischen Dichter, der hat mal einen Roman geschrieben, der hieß Das Chagrin-Leder. Da kriegt jemand das ewige Leben und mit jeder unanständigen Handlung wird das Chagrin-Leder immer kleiner und schrumpelt und dann am Ende stirbt er früher, als wenn er nicht das ewige Leben verliehen bekommen hätte, weil das Chagrin-Leder das Symbol für sein Leben ist. Das hätte er ewig in die Länge ziehen können, wenn er sich anständig verhalten hätte. Aber so ist das ungefähr, wenn sich Kabarettisten dem Staat verschreiben, dann schrumpelt ihr Talent, dann verfliegen die Musen und dann ist auch der Witz nur sehr eingeschränkt, weil man macht besser Witze über die, die in Saft und Kraft sind und über Macht verfügen. Aber darüber rede ich gleich mit dem Rainer Grönert, unserem Freund, und wir werden ihn auch dann natürlich noch sehen, als Gerd Schröder nachher. Und ich möchte noch mal mich entschuldigen, dass wir etwas später heute angefangen haben. Ich arbeite seit 3 Tagen unentwegt mit Dieter Hallervorden an einem Lied über Gaza, wo er sehr deutlich wird und wo wir, glaube ich, auch Herzen und Köpfe von Menschen erreichen, die vielleicht in der Frage noch sehr abwartend sind. Vielleicht deswegen ein paar Worte zu dem Ganzen. Ihr hört hier eine Kuh vielleicht im Hintergrund, Moon, das ist hier der Nachbar. Vielleicht ein paar Worte zu dem ganzen neueren Konflikt. Nach meiner unmaßgeblichen Meinung war der Angriff der Israelis auf die Botschaft und das Töten von iranischen Generälen ein sorgsam geplanter Coup. Das Netanyahu-Regime weiß nicht mal ein noch aus. Es isoliert sich immer mehr in der Welt entgegen dem ganzen Geschwätz von Friedrich Merz und Frau, beinahe hätte ich gesagt, Habeck, aber Frau Baerbock. Und es kommt nur noch raus, wenn es die USA in einen Krieg reinzieht, also den Krieg vergrößert. Goebbels hat mal gesagt, wenn man eine Lüge gestartet hat, dann kann man sie nur zudecken mit einer größeren Lüge. Und dieser ganze Krieg ist ja nicht Selbstverteidigung, sondern ist über die Frage, warum da dieser Überfall überhaupt möglich wurde, der terroristische Überfall der Hamas, will ich jetzt gar nicht nachdenken. Aber es ist wie ein willkommener Vorgang gewesen, Gaza zu einem großen Teil zu entvölkern, an die Ölvorkommen vor der Gaza-Küste im Meer ranzukommen und das zu tun, was diese faschistische Brut hinter Netanyahu, Herr Smotrich selbst nennt sich, also der Minister Smotrich selbst, Finanzminister, nennt sich selbst stolz einen homophoben Faschisten. Wenn man das dann hier sagt, ist das Antisemitismus, aber er nennt sich ja selbst so. Und Ben-Quir ist stolz darauf, eine Vertreibung der Palästinenser zu fordern. Also das ist schon ein Delikt, was, man stelle sich mal vor, das käme aus Russland oder so, ganz anders geahndet wird, zeigt auch die vielerlei Maß, mit denen der Werte Westen seine Werte misst. Also jedenfalls scheint es so, dass diese Regierung Israels versucht hat, die USA hineinzuziehen. Und da ist man ja fast schon froh, dass Herr Biden zu
Bedachtsamkeit aufruft, zumindest vornherum, hintenrum, liefern sie natürlich Kampfjets an die israelische Regierung, gerade aktuell. Dann ist man froh, dass Scholz auch zur Besonnenheit aufruft. Baerbock hört sich wieder ganz anders an. Sie lobt Israel. Deswegen ist es so wichtig, darauf hinzuweisen, es kann eine Falle sein. Und ich glaube, dass die Antwort der iranischen Regierung eher maßvoll war auf das, was da bombardiert worden ist von den Israelis, wo ja selbst unsere Tagesschau nicht umhin können zu sagen, dass das mutmaßlich die israelische Regierung war, die das in Auftrag gegeben hat, diesen Terrorüberfall auf fremdes Gebiet. Aber jedenfalls kann man davon ausgehen, dass jetzt ein größerer Krieg entstehen könnte, wenn hier nicht was angenommen werden darf mit großer Sicherheit, doch eine Verbindung zwischen dem Iran und den USA wären und offensichtlich die iranische Regierung vorher die USA mit Maßgabe, sagt es dann den Israelis, informiert hätte, welche Drohnen und Raketen sie wann starten. Also kann sein, dass wir wieder einmal den Pfeil am Ohr in Hörweite vorbeifliegen hören und es nicht zu einer Ausweitung des Krieges kommt. Ich will das mal annehmen, aber ihr wisst ja, ich bin jetzt 74 und was habe ich noch groß vor mir außer meiner Vergangenheit und davon auch ein bisschen Nutzen zu ziehen, was man so erlebt hat. Diese Provokationen kennt man und man weiß auch, in welchen Situationen welche Regierungen andere versuchen, in Konflikte reinzuziehen. Wir haben es andernorts mit Syrien erlebt, wir haben es erlebt mit Libyen, wir haben es natürlich auch beim Irak und beim Afghanistan-Überfall bei Jugoslawien vor 25 Jahren erlebt. Also wie gesagt, ich habe einen Song mit Hallervorden gemacht zum Gazastreifen, der kommt in den nächsten Tagen raus und wir sind täglich bestimmt 20, 30-fach im Gespräch. Wir haben uns getroffen, wir werden uns morgen wieder in Berlin treffen, damit da jedes Wort abgewogen ist und das Lied auch wirklich eine Wirkung hat. Denn es geht nicht um Bekenntnisse, um Aufsätze, die man singt, sondern es geht darum, dass man auch wirklich neue Partner, mitdenkende Fragesteller gewinnt mit einem solchen Lied. So, das war mein Vorspann. Und wie gesagt, wir beachten das weiter. Wir werden auch am kommenden Sonntag um 17 Uhr nur Twitter Space haben und dann wieder in 14 Tagen YouTube und Twitter Space. Aber wir werden das genau im Auge behalten. Und wir haben jetzt unseren wunderbaren, ich denke, Rainer Grönert zuerst. Da sagt mir die Regie gleich, ob es stimmt. Und schreibt. Ja. Da ist er. Hallo. Hallo, Rainer. Du hast meinen Sermon gehört. Vielleicht willst du schon mal aktuell was sagen. Du wirst ja auch deine Gedanken zu dem Konflikt zwischen Iran und Israel gemacht haben. Ja, das war ja im Grunde eine ganz harmlose Antwort, die da gefallen ist von der iranischen Seite. Ne, im Grunde. Und sie geben auch jetzt die Bereitschaft, aufzuhören. Also es wäre jetzt an der Zeit, da einzulenken. Ne? Und ich glaube, das wird hoffentlich auch funktionieren. Wir werden ja, wenn die Regime nichts anderes sagt, ich warte noch hier auf den Hinweis, gleich dich nochmal als Schröder hören. Ich habe wieder Oliver Welke, einen verwelkten Kabarettisten, wo das Wort Welke allmählich auch seine Talentierung beschleicht, erlebt, wie er auf Gerd Schröder rumgetrampelt ist gestern Abend. Es war wieder so eine Sendung, 70% für die Ampel, für vor allen Dingen die Grünen.
Und dann 30% auch mal kritisch über ein anderes Thema. Dann hat er noch über Homöopathie, wo er wirklich keine Ahnung hat, irgendeinen Oberflächen-Bullshit abgezogen. Aber dann ging es auf Gerd Schröder. Hast du jemals, du bist ja nun nicht ganz so alt wie ich, aber doch schon ein bisschen erfahrener Kabarettist, erlebt, dass mit einem Altkanzler so respektlos umgesprungen wurde? Ach, das gehört schon auch ein bisschen dazu, ne? Das Respektlose gegenüber dem Altkanzler. Das war auch sehr ausgeprägt gegenüber Helmut Kohl. Und auch Helmut Schmidt hat, bevor er ganz weise wurde, so ab 90, ne, hat er schon so einiges von der Partei abbekommen. Aber bei Schröder übertreiben sie natürlich massivst. Und da stellen sie ja ihre Grundprinzipien in Frage. Ne? Die SPD stand immer für den Frieden und Schröder ist im Grunde der Einzige, der das ernst nimmt und ja auch versucht hat, in Istanbul mit zu verhandeln einfach. Ne? Und seine Frau hat dort auch, ist auch eine tolle Type, ne? Wie die da ergriffen war von der ganzen Situation und die Chance war greifbar nahe und dann hast du keinen Rückhalt aus deiner Partei. Das ist natürlich eine Partei, die mal für den Frieden stand, die für Willy Brandt stand und die da den Gerhard Schröder so massiv im Regen stehen lässt, das ist grauslich. Aber er sagt ja auch, das sind doch alles armselige Gestalten. Ne? Und da hat er richtig Mitleid mit denen im Grunde. Ja. Ich mache nochmal, bevor wir nochmal auf Schröder kommen, ein Zitat locker. Nancy Faeser hat vor 3 Wochen den Satz unter sich gehen lassen, wer den Staat verhöhnt, wird es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Ja, und da müsste es ja bei dir, also alle Kabarettisten, Satiriker, Karikaturisten, die ja immer irgendwie den Staat verhöhnen. Und wenn es dann nur in Form von einer Witzfigur Scholz, einer Witzfigur Baerbock, einer Witzfigur Friedrich Merz, einer Witzfigur Habeck ist, dann ist das ja schon Verhöhnung der Staatsorgane. Also man fühlt sich ja wirklich an die unseligen Zeiten von Erich Honecker erinnert. Aber haben dir da nicht irgendwie die Ohren geklungen? Wer den Staat verhöhnt, kriegt es mit einem starken Staat zu tun? Ja, ganz entsetzlich. Ne? Also dieses den Staat verhöhnen und dann mit einem starken Staat rechnen zu müssen. Also der große Edgar Kühlo, ein hervorragender DDR-Kabarettist, der hat ja mal gesagt, ne, jeder Tag, an dem du nicht die Regierung kritisierst, ist ein verlorener Tag. Ne? Das ist einfach die Essenz ist doch des Kabarettisten überhaupt auch natürlich das Verhöhnen, aber doch bitte die Mächtigen verhöhnen und nicht immer nur die Opposition. Und das ist aber das, was vom Fernsehen einfach erwartet wird. Ne? Und dann strahlen sie dich auch aus. Und wenn du dann noch auf Putin losgehst, und dann ist es natürlich wunderbar. Und wenn du dann so sagst, ja, Schröder will überwintern in Putins fettem Hintern. Ne? Und das ist dann so die Art von Karlauer, die funktionierenden, die aufgenommen, die gesendet werden. Alles, was ein bisschen anders, kritisch der Regierung gegenübersteht, was die Grundaufgabe des Kabarettisten ist, ne? das wird gecancelt. Ne? Man denkt nur, also Dieter Hildebrandt war im Grunde so die letzte große Autorität in unserem Genre. Ne? Das ist... Und selbst, gut, man kann vielleicht Dieter nur, was die da machen, mit Alisa Eckert, das ist schon auch eine interessante Persönlichkeit, die, und auch Dieter nur lockt manchmal gegen den Stachel, das ist, aber sehr manchmal. Aber letzten Endes, weißt du, ist das nur so eine Möllemann, nicht Möllemann, sondern der Kubicki, doch, doch. Ne? Das ist so die Kubicki, ja. die Kubicki-Fraktion der Regierungsseite, die so ein bisschen darf, ne? Aber mehr nicht. Naja, also Dieter Hildebrandt, ich füge nochmal hinzu, da ich jetzt ja wieder intensiv in den letzten 3 Tagen mit dem Dieter Hallervorden zu tun hatte, der traut sich, wenn du den Gaza-Song, kommt morgen oder übermorgen raus, als Video und als Audiodatei, wenn du den Gaza-Song siehst und hörst, wirst du sehen, der traut sich mächtig was.
Also er geht, da ich ja ein bisschen an dem Text gewirkt habe, Jens Fischer-Rodrian, der Leiter der Blue Man Group und auch früher musikalischer Leiter bei Constantin Wecker, hat ja die Musik gemacht. Und der tolle Axel Martin, der schon so Klassiker wie Palim Palim und Extra Schalf gemacht hat, diese Videos, hat das Video gemacht. Also ich glaube, du wirst sehen, der macht auch, wagt sich auch ein bisschen was. Natürlich, echt Tine Engelbrand, unser aller Nonplusultra, das ist klar, der hat sich immer angelegt. Aber bei Schröder... Ja, gut, aber ja, Hallervorden hat ein bisschen eine andere Laufbahn. Ne? Der ist einfach so von Jahrzehnt zu Jahrzehnt gewachsen, hat jetzt so seine stärkste Zeit. Aber Hildebrand, der war auch als 40-Jähriger, ne? War der im öffentlich-rechtlichen Fernsehen anerkannt und das war okay. Und auch wenn er der ihm nahestehenden SPD massivst geschossen hat, dann war das überhaupt kein Problem. Ne? Und heute hat man wirklich nur diese Sarah Bosettis, Florian Schröder und das sind wirklich Hofschranzen, ne? die ganz nur nach dem, was halt da angesagt ist, nach Menschen, die sich nichts trauen und die einfach, und wenn sie sich was trauen, dann gegen die Opposition. Das ist ja einfach. Ne? Und gegen Sarah Wagenknecht, die AfD, ganz tolle. Und Gerd Schröder. Das ist aber Gerd ist ja auch interessant. Ich habe auch gratuliert zum Geburtstag. Wir kennen uns ja auch ganz gut, telefonieren auch gelegentlich miteinander. Der war ja auch für uns mal so eine Figur, an der wir uns gerieben haben. Also du und ich, die anderen Kabarettisten. Das bereue ich fast schon, ne? Obwohl, na gut, er hat weil er es ja auch selbst reflektiert hat, ne? Er hat ja 2003 war das ja eine Glanzleistung von ihm, den Irakkrieg als Abenteuer zu bezeichnen und da nicht mitzumachen, ne? Und die Mutti Merkel ist sofort hingereist zu George W. Bush und hat gesagt, ja, ich würde das ganz anders machen. Ich wäre sofort an eurer Seite. Im Grunde hätte man, ne? Aber wir waren halt so besessen von seinem Hartz-IV-Gesetz, wo er der Hauptfeind war. Ne? Und wir haben mit dazu beigetragen, dass er 2005 verloren hat gegen Merkel. Ne? Ja, verloren. Dass die Linkspartei gegründet wurde. Da wurde dann die Linkspartei gegründet. Ne? Das war dann so unsere Richtung, in der wir uns bewegt haben. Und Oskar ist natürlich ausgetreten aus der SPD wegen der Hartz-IV-Gesetze. Aber es eigentlich, ne, na gut, es war schade, dass er gegen die Merkel verloren hat 2005. Ich glaube, dass diese Friedensentwicklung mit Russland sich noch weiterentwickelt hätte. Wenn das noch mal 4 Jahre weitergegangen wäre, dann wäre das möglicherweise nicht mehr zurückzuschrauben gewesen. Ne? Und leider sind wir ja jetzt mit diesem Russlandkrieg völlig auf der falschen Seite der Geschichte, weißt du? Und ich finde es so grausam, diese Soldaten, die jetzt da sterben müssen. Und ich würde sogar sagen, dass es nicht nur ein sinnloser Tod ist, was viele sagen. Es ist sogar der Tod auf der verbrecherischen Seite, was den armen ukrainischen Soldaten da passiert. Ne? Und zum dritten Mal in der Weltgeschichte passiert es, dass Deutschland ja auf der falschen Seite der Geschichte steht. Und ich sage dir eins, wenn dieser Krieg, und der ist ja im Grunde schon für Russland gewonnen, aber die Sieger schreiben die Geschichte. Und Russland, wenn sie diesen Krieg gewonnen hat, dann wird sie die Geschichte schreiben. Und diese Geschichte wird zum dritten Mal die deutsche Regierung dann verurteilen. Wobei, jetzt werden natürlich einige sagen, aber es ist doch auch Verbrechen, was den russischen Soldaten angetan wird und so weiter. Ich will nur, dass... Ja, natürlich. Allen Soldaten. Klar. Ne? Ja, das, dann kommt aber die Sieger, weißt du, die Sieger, die sehen gut aus, die Sieger glänzen. Ja, als die Alliierten natürlich dann Deutschland erobert haben, das war, dann haben sie dort natürlich, sie waren die Sieger und sie haben die Geschichte geschrieben. Das ist immer so. Nach jedem großen Krieg schreiben die Sieger die Geschichte. Wobei ich nochmal dazu sage, dass ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, welche Rolle Deutschland gespielt hat bei Minsk I und Minsk II und der Illusion damals von Putin,
Deutschland wird mich nicht betrügen. Die haben mir die Hand gegeben, keine NATO-Truppen an die russische Grenze. Das haben sie ja nicht nur Genscher gegenüber gesagt, also Kohl und Genscher damals, also Genscher gegenüber dem Jelzin und dem Putin, sondern es wurde ja immer wieder versichert. Und Minsk war ja so der Versuch auch zu sagen, wir halten jetzt das ukrainische Regime, das durch einen, wie wir heute wissen, von Nazis mitgetragenen Putsch an die Macht gekommen ist. Zumindest ist der demokratisch gewählte Präsident weggejagt worden, obwohl er die Wahlen demokratisch gewonnen hatte, ist das natürlich aufgerüstet worden, um dann doch auf diese sogenannten selbsternannten Volksrepubliken mit Scharfschützen und Mörsern zu schießen. Das sind 10.000, 20.000 Menschen umgekommen. Man weiß es gar nicht so genau. Es sind ja keine Bilder geliefert worden. Das ist ja die Vorgängergeschichte. Was hat Deutschland getan, um diesem Regime in Kiew die Zeit zu geben, sich mit NATO-Waffen aufzurüsten? Und wenn das dann Putin klar wurde, ist natürlich aus der Freundlichkeit, die wir 2001 im Bundestag von ihm hören konnten, eine Bitterkeit geworden. Und ich glaube, das ist jetzt nicht nur Putin als Person, sondern das sind viele, viele Russen, die sagen, wir haben den Deutschen trotz den 27 Millionen getöteten Sowjetmenschen so unser Herz geöffnet und so treten sie mit ihren Stiefeln wieder rein und deutsche Panzer rollen schon wieder gegen Moskau, diesmal sind es Leopards, dass man verstehen kann, dass da vielleicht vieles verrüttet ist. Und jetzt kommt Schröder und sagt, ich baue eine Brücke, ich kenne den Putin ein bisschen. Und da kriegt er auch in die Eier getreten. Ja, null Rückhalt seitens seiner Partei. Das Gegenteil, ne? Sie haben ja dann Parteiausschlussverfahren. Ja, Mütze nicht. Ja gut, Mütze nicht, okay. Ne? Der ist Ausnahme. Jetzt die Ausnahme. Gut, du meinst jetzt die neueste Entwicklung, dass er nochmal möglicherweise versuchen wird, da Friedensgespräche zu führen. Genau, da ist wenigstens Mütze nicht, ja, einer. Aber ansonsten ist das eine historische Tragweite, aber auch, dass die, weißt du, dass die Empathie bei den Menschen nicht da ist. Auch bei, guck mal, wir haben doch so mit dem im Westen nichts Neues, ne? Auch diese Remarque-Verfilmung in den Kinos erlebt. Und wir wissen doch, wie grauslich das eigentlich ist. Aber trotzdem, die Menschen sind nicht mehr bereit, sich in diese Fantasie hineinzubegeben und das naturalistisch zu sehen. Ne? In allen Facetten. Guck mal, ich hatte ein Interview beim SWR und dann habe ich mir als Lied gewünscht, Es ist an der Zeit von Hannes Wader. Ne? Und da wird es ja sehr naturalistisch beschrieben, was es bedeutet, wenn der Soldat zerfetzt wird von seinen Gliedmaßen und so weiter. Dann haben sie das Lied angespielt, eine Minute, und danach, als es dann naturalistisch wurde, haben sie es ausgeblendet und haben gesagt, nein, das ist, da ist man nicht mehr bereit. Und weißt du, Einstein hat gesagt, Fantasie ist wichtiger als Wissen. Ne? Und so weit sind wir, ne? Dass leider die Fantasie, die Empathie, das ist leider verschütt gegangen. Ne? Und es wird ganz schwer, das wieder aufzubauen und das wieder zurückzuholen. Ne? Wie empfindest du deine Kabarettkollegen? Du hast sie vorhin ja schon charakterisiert. Gibt es da auch Lisa Eckert? Dann gibt es ja den Volker Pispers noch. Ja, Volker Pispers hat ja aufgehört, der hat ja resigniert, der hat gesagt, nee, wir verändern nichts. Ich mache das jetzt hier 30 Jahre und nichts tut sich in der Politik, kann ich auch aufhören. Ne? Und, ja gut, dann war der Georg Schramm auch noch ein Größer, aber der hat aus privaten Gründen ja auch dann aufgehört. Und aber danach ist nichts mehr gekommen, außer Lisa Eckert. Ne? Das ist schon eine, die faustdick hinter den Ohren hat, ja, ne? Die ich genießen kann. Ne? Aber ansonsten auch, was du dir gestern angetan hast mit der Heute-Show. Lisa Fitz. Ach ja, stimmt. Ne? Lisa Fitz natürlich auch. Ne? Christine Briand auch. Ne? Aber die hat ja auch gesagt, nee, komm, ich ziehe mich da jetzt zurück aus dem Zirkus, wo es nur gegen die Andersdenkenden geht. Und ich drehe da auch nicht mehr auf im Fernsehen. Uwe Steimle.
Uwe Steimle. Natürlich noch. Aber auch hat sich auch zurückgezogen aus dem Fernsehen oder wurde zurückgezogen. Ne? Uwe Steimle, Helmut Schleich. Helmut Schleich. Kann man auch. Also, es gibt schon auch viele Kabarettisten, aber die werden nicht in der Regel nicht gesendet. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt kommen noch keine Talkshow rein. Und so. Also da ist schon der Regel ziemlich. Wenn du jetzt Schröder auf der Bühne darstellst, hast du dich ja wie jeder nicht nur Parodist, sondern auch Kabarettist und Künstler mit seiner Seele und dem, was innerlich in ihm los sein könnte, beschäftigt. Sonst kommt man ja an die Figur als Parodist nicht richtig ran. Wie schätzt du den ein so innerlich jetzt und auch in den Jahren, wo er so getreten wurde? Ja, das hat ihn schon beschäftigt, als er getreten wurde. Das ging ihm schon rein. Aber er hatte die Kraft, selbstkritisch zu reflektieren. Gerade nach dem Jugoslawienkrieg, ne, den er ja mit zu verantworten hat mit dem Joschka Fischer. Ne, nach einigen Jahren fing er an, in Talkshows zu sagen, ah, ja Mensch, wir haben ja damals doch das Falsche gemacht und wir hätten da, ne, wir haben ja auch im Grunde einen Angriffskrieg gemacht. Und völkerrechtswidrig. Völkerrechtswidrig und das war eigentlich nicht in Ordnung. Und selbst bei Hartz IV hat er gesagt, ja, ich habe im Grunde schon auch verstanden. Weißt du, und dieses Selbstreflektieren, ne, dieses Verantwortung übernehmen und dann sagen, Mensch, ja, da habe ich einen Fehler gemacht und ist schon. Und diese Bereitschaft, ne, die spricht für ihn und ins Inzwischen ist er für mich wirklich so ein Elder Statesman, gleich wie hinter Helmut Schmidt, ne? So, wo man wirklich mit Respekt und sagt, Mensch, ja, toller Mensch. Ja, mit kleinen Einschränkungen sehe ich das auch so. So, ja. Jetzt zum Abschluss sag noch mal was, vielleicht zu deiner Tournee, wo man dich demnächst sehen kann. Und dann werden wir ja noch mal aus dem Programm was einspielen. Ja, ich bin jetzt im nächsten Esslingen bei den Galgenstrecken und in Augsburg in der Kresslesmühle, also ist ein Freitag und Samstag und dann im Mai in Niedernberg, das ist bei Aschaffenburg in der Nähe, dann in Bietigheim, Bissingen, Kelter und ja, und dann geht es auch wieder weiter im September, Brücken, Hannover und Köln, Senftöpfchen und ja, und dann würde ich sagen, alles für den Frieden. Ganz und nur so eine kleine Provokation, ne? So eine kleine kabarettistische Spitze zu setzen. Ja, ich finde es auch völlig richtig. Ich würde auch allen empfehlen, die, leider ist es ja nicht gelungen, auch Sarah, finde ich, hat da Fehler gemacht, die ganze Opposition von Russlandkrieg oder NATO-Aufrüstung bis über Corona, bis Angriff auf China, bis Gaza mit den sozialen Themen so zu einer größeren Front, die auch möglicherweise rechte Demokraten, aber auch möglicherweise Marxisten wie mich, ich denke, bei dir ist auch so eine Grundausbildung, ich will dich jetzt nicht einvernehmen, zu bündeln. Aber es ist trotzdem wichtig, dass das den Europawahlkampf beherrscht. Alles für den Frieden. Kann man nur. Ja, richtig. Die Sarah Wagenknecht wird sich da entscheiden müssen, ne? Denn, wo die Priorität einfach liegt. Liegt sie bei ihrer politischen Karriere oder liegt sie beim Frieden? Ne? Und da, glaube ich, wird sie einen entscheidenden Weg gehen müssen. Und ich glaube, ich habe ja vorhin gesagt, was vor mir liegt, ist meine Vergangenheit in so einem Alter, mit vielen Politikern schon zusammengetroffen zu sein, die, wenn sie sich gegen ihre Karriere entscheiden und für den Frieden und für die Auseinandersetzung mit der Macht, dann machen sie Karriere. Ja. Wenn sie, das ist die Dialektik. Ja. Jetzt würde ich sagen, wenn die Technik mit mir einverstanden ist, sehen wir dich als Gerd Schröder. Supi, danke. Danke dir auch. Viel Erfolg bei der Tour. Also das ist jetzt wirklich mal gelebter Friedenspragmatismus vom Feinsten. Ganz im Sinne Helmut Schmidts.
lieber 100 Stunden umsonst verhandeln, als eine Minute schießen. Allerdings hätte unser Genosse Schmidt-Schnauze heutzutage wahrscheinlich mit so einer Einstellung und so einer Aussage genau wie ich ein Parteiausschlussverfahren am Hals. Aber jetzt mal was ganz anderes. Wenn ihr in eurem Nutzgarten die Salatschnecken fangen wollt, macht ihr das in der Regel mit einer Bierfalle. Soweit so gut. Aber wisst ihr auch, wie man eine richtige Krawallschnecke fängt? Ganz einfach, mit einem SPD-Parteibuch und einem Vorstandsposten. Und schwupps, habt ihr eine kapitale schwäbische Krawallschnecke erst an der Angel und dann an der Backe. Diese Saskia-Esken. Dieser geifernde Hausdrachen aus Deutsch-Südwest. Dieser androgyne Gesichtsacker mit dem Abschreckungspotenzial einer uranversetzten Streubombe. Das ist doch die pure Anti-Werbung für die SPD. Wenn ich die Esken reden höre, kriege ich sofort Herpesbläschen aufs Trommelfell und anschließend noch Hirnpilz an die Synapsen. Und die Olle wird ja von keinem der sonstigen Parteiluschen mal ordentlich eingebremst. Ja, aber wer soll es denn auch machen? Etwa Lars Klingbeil? Der ist ja vom Status eines Alpha-Männchens mindestens genauso weit entfernt wie der Lauterbach von der Frohnatur. Ja, um den Klingbeil in einem Wolfsrudel rangmäßig zu verorten, reicht doch das griechische Alphabet gar nicht aus. Ja, mein Kumpel, der Strucki, der hätte den durchs linke Nasenloch eingesogen und durchs rechte wieder ausgeschnaubt. Lars Klingbeil, das fleischgewordene Autoritätsvakuum. Mein Gott, ist das alles traurig mit der SPD. Da fällt der Miesmacher Karl. Der gute Launeverderber Lauterbach. Mit seinem eingebauten Fröhlichkeits-Lockdown schon gar nicht mehr auf. Der dümpelt einfach so mit auf der Depri-Soße. Es gibt einfach keine richtigen Kerle mehr in der SPD. So eine Glückaufmalocher wie der Münte. Oder Kumpeltypen wie der Strucki und ich. Wir waren noch echte Macker mit Cojones. Mit Hoden dick wie Straußeneier. Aber können die Weicheier von heute doch noch träumen. Und über all diesem SPD-Elend thront dann auch noch das Fremdschämen-Mahnmal Olaf Scholz und grinst wie ein Dumpfschlumpf auf Tranquilizer. Ja, kein Wunder, dass ich mich mit dem Oskar Lafontaine wieder versöhnt habe. Also wenn der Oskar, die Sarah und der Klaus ernst machen und eine neue Partei gründen, ich bin dabei. Ich bin schließlich 2 Jahre jünger als der Joe Biden. Da geht doch noch was. Hauptsache ganz weit weg vom schwäbischen Hausdrachen. Ja, das war der großartige Rainer, den wir live dann gehört haben. Und die Tourdaten habt ihr auch, die könnt ihr auch auf seiner Website dann nachschauen. Und ich kann das nur dringend empfehlen. Das wird ein toller Abend, wenn ihr da hingeht. Jetzt haben wir einen weiteren Live-Gast und kommen auch zum anderen Thema,
das angekündigt wurde, nämlich die Corona-Aufklärung. Dr. Paul Brandenburg, Unfallmediziner, vor kurzem in Hader mit seiner Heimatadresse, ist zu Gast. Was fällt dir ein, wenn du hörst Corona-Aufklärung? Grüß dich, Dieter. Ja, der Weltfrieden oder sagen wir mal die Erleuchtung oder die Erlösung, wie auch immer. Das sind alles so Dinge, die man gerne hätte, wo die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass das so kommt wie versprochen. Ne? Oder was heißt versprochen? Also so kommt wie von demjenigen angekündigt, der damit hausieren geht. In dem Fall eben die Truppe um, wie heißen sie alle? Also wer sagte es? Es sagte Michael Müller, der ehemalige Berliner Bürgermeister, hat es ja versprochen oder hat es versprochen. Er hat es gefordert und gleich noch gesagt, da muss eine Corona-Amnestie obendrauf für diejenigen, die da Bußgelder und Ähnliches kassierten. Also dann nicht. Selbst Göring-Eckardt, nicht? Also Frau Göring fordert eine Aufklärung natürlich gleich nachzuschieben. Die darf natürlich keinesfalls zur Kritik an ihr führen oder den Koro-Faschisten. Und dann hat, glaube ich, auch noch, wer hat auch von Aufklärung gesprochen? Wer von Aufklärung? Ja, natürlich, die Professorin für Menschenversuche und faschistische Ethik, Frau Alena Bux, die Ethikbüchse, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, die Kinder mit experimentellen sogenannten Impfstoffen behandeln möchte, die Menschen, die sich der Impfbetrügerei verweigern, ausschließen möchte aus dem Leben. Also diese Professorin für deutsche KZ-Ethik, die hat auch Aufklärung gefordert. Dieter, sonst noch Fragen? Ja, du weißt ja, also unser Dauerkonflikt ist immer, ob man das schon faschistisch nennt. Ich bin da ja nicht bereit. Aber in der Art des Staatsterrors, da nähern wir uns an allmählich, weil das ist wirklich, was da passiert, schon ziemlich übel. Nein, Karl Lauterbach hat doch auch Aufklärung gefordert. Ah ja? Den hast du jetzt vergessen. Und dann kam ja ihm Paul Schreier dazwischen. Dass Karl Lauterbach Aufklärung gefordert hat, das, oder Aufarbeitung, das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Ja, Paul Schreier, das heißt ihm dazwischen. Paul Schreier hat natürlich Großartiges gemacht. Dem Mann gehört eigentlich ein Denkmal gebaut irgendwo, also zu Lebzeiten unbedingt. Das ist ein Leben, was hoffentlich noch sehr, sehr lange währt. Denn Paul Schreier hat mal allen sogenannten Journalisten da draußen gezeigt, wie man eigentlich die Arbeit macht, oder? Also es ist doch unfassbar. Das ist ein Paul Schreier, der nun überhaupt keinen Zugang hat zu irgendwelchen Mainstream-Geldern oder zu irgendwelchen Staatsgeldern oder anderen Finanzierungen, ist ausschließlich mit einem, den Intellekt fordernden und zeitkostenden Portal wie Multipolar, das ist anstrengend und umfangreich zu lesen, das ist keine leichte Unterhaltung. Damit hat er es geschafft, über Unterstützergelder sich und seinen Kollegen diese Klage zu finanzieren. Der Mann gehört dafür einen Orden verliehen. Es gibt nur in dieser Republik eben leider keinen, der noch was wert ist. Also inklusive ja auch der weltweiten. Also ob der Drohnenkriegspräsident Obama hat den Friedensnobelpreis bekommen. Bei uns haben alle Koronazis den Bundesverdienstkreuz erhalten. Es gibt gerade nichts, was wir Paul Schreier geben könnten. Aber vielleicht, Dieter, gibt es ja demnächst irgendwann mal eine Demokratie auf deutschem Boden, die ihn dann prämieren könnte mit irgendetwas. Bis dahin hat ja Karl Lauterbach jetzt zuletzt, glaube ich, mit einer Horde Geistesgestörter im Bundestag die Frau abgeschafft und auch die Logik und die Naturwissenschaft. Der herrliche Georg Gross hat dazu ein wunderschönes Video aufgenommen, wo er einen Huhn hält und sagt, das ist ein Löwe. Der ist jetzt ganz neu im Irrenhaus Deutschland. Also, und das ist das Letzte, was Karl Lauterbach meines Wissens nach dann getweetet hat. Er war also der Massenmörder umgeben von der Horde Geisteskranker, unter anderem zwei Geschlechtsdysmorphe und sonstig Gestörte wie Tessa Ganserer und wie heißt diese andere Person, die da im Bundestag auch entsprechend auftritt hier. Nein, also Karl Lauterbach ist oder der Name, sagen wir andersrum, die Person Karl Lauterbach und ihre Äußerungen steht ja sinnbildlich für das, was das Regime als Corona-Aufklärung bezeichnet. Mord, Betrug und die Fortführung der immer gleichen Verbrechen. Auch übrigens Jens Spahn hat nicht nur den Klassiker gesagt, wir werden uns viel verzeihen müssen, damals während der Maßnahmen, sondern auch später gesagt, wir müssen es aufarbeiten, müsste ja in dem Zusammenhang, ob jetzt auf die Anklagebank als Massenmörder, ob als Totschläger oder für unterlassene Hilfeleistung, was im Strafrecht so ein bisschen abgestuft ist, aber in jedem Falle strafrechtlich verfolgt, da stimme ich dir zu, müssten diese Maßnahmen werden. Zu Jens Spahn, auch wenn du den Namen schon sagst. Ja.
Das finde ich ja so irre. So ein bisschen wie mit diesem Mario Vogt. Das ist ja das Mettbrötchen der CDU aus Thüringen, was gerade versucht hat, Björn Höcke irgendwie anzugehen. Ja, das, was, also egal wo man steht und egal was man von Herrn Höcke hält, einfach objektiv mal nicht geklappt hat. Aber der ist so ein bisschen ähnlich. In der CDU haben sie ja gerne diese ganz offen korrupten Schweine, die ja immer ertappt werden bei ihren Geschäften. Dann sagen sie, ach, upsi, ja, Hand in der Keksdose, was macht's, ja. Maskendeals. So. Bei Jens Spahn ist es ja so, Dieter, wenn man mal zurückschaut in Jens Spahn seiner Biografie, ja, die ist nicht sehr lang und nicht sehr umfangreich und nicht sehr interessant, aber nachdem er Bankkaufmann wurde und bevor er Gesundheitsminister wurde, saß er als CDU-Mitglied im Gesundheitsausschuss des Bundestages und hatte damals nebenbei, du weißt es vielleicht, eine Beratungsfirma für Pharmafirmen. Also, er war da beteiligt daran mit ein paar tausend Euro. Aber in Kurzfassung, der Mann, der dann Gesundheitsminister wurde und den allergrößten Pharma-Deal aller Zeiten einstielte, der war schon korrupt, als er nur als kleiner Abgeordneter im Gesundheitsausschuss saß. Das hat damals sogar Fokus, war das noch, publik gemacht. Die Zeitung, die damals noch unter Helmut Markwort, oder die Zeitschrift, die unter Helmut Markwort noch sowas wie journalistische Arbeit lieferte, bevor sie völlig abstürzte. Und Herr Spahn, mit dem ich dann mal in meinem öffentlich-rechtlichen Talkshow war, bei Bettina Böttinger vor einigen Jahren, das war um 2013 herum, dem sagte ich das dann nochmal, dass 5 Jahre vorher schon bewiesen wurde, dass er korrupt ist, dass er ein Pharma-Lobbyist ist. Da ist er so wütend geworden, wie ich mir das erlauben könnte, und drohte mir noch nach der Show hinter der Bühne. Also das ist, und dieser Mann wird ja völlig unbehelligt durchgereicht bei der CDU bis ins Amt des Gesundheitsministers und tritt ja jetzt wieder an. Ja, er läuft sich ja schon wieder warm. Er wird vom CDU-Hofportal News, das ist diese Truppe um Herrn Reichelt, die ihr Geld vom Millionär Gotthard bekommt, da irgendwo im Westerwald, der sich selbst gern der Bill Gates aus dem Westerwald nennt, dieser Herr, mit der Gruppe CompU Group, wird das ja finanziert. Und das sind CDU-Propagandisten. Und die News-Truppe powert ja so alle 2 Tage ungefähr ein neues Interview raus, warum Jens Spahn ganz großartig ist. Wieder genialer Zug von Jens Spahn. Hurra für Jens Spahn. Und dann sieht man immer Herrn Schuler da sitzen, wie er ganz artig sagt, Herr Spahn, warum ist Ihr Charisma eigentlich das einer ungebremsten Güterlok? Warum retten Sie Deutschland erst so spät? Toll, dass Sie wieder da sind. Ja, also die Verarsche, Dieter, geht weiter und Jens Spahn ist ganz vorne im Narrenumzug dabei. Kommen wir nochmal zu den Corona-Files und den Schwärzungen. Ja. Wie ist da deine Einschätzung, wenn man etwas ins Detail geht? Tja, wenn man sich diese Seiten durchschaut, ja, ich habe beileibe da nicht alles durchgeguckt, ich habe das stichprobenartig gemacht und mir das Best-of gegeben, was ich gelesen habe. Also es ist ja schon abstrus, welcher Umfang da geschwärzt wurde. Zum Teil lässt sich ja aus dem Kontext ganz gut erschließen, was dazwischen höchstwahrscheinlich kommt und was davor dann war. Die Namen hätte ich ja bis zu einem gewissen Grad noch verstehen können. Die kleinen Funktionäre und Rädchen da drin müssen nicht unbedingt mit dem Gesamtwerk raus. Aber es ist ein abstruser Grad an Schwärzung, der da stattfindet. Er ist offenkundig so extrem, um da Sinn entstellen zu wirken. Und selbst das, und das ist ja das Irre, stell dir mal vor, selbst das hat nicht geklappt. Wenn man bei einem Buch gut 2 Drittel wegschmeißen kann und die Geschichte ist trotzdem erzählt, was wird der Lektor da sagen? Sagen ja, dann sollten Sie das Buch, aber das Manuskript dringend überarbeiten. Ja? Sie haben sich mit diesen Corona-Files derartig selbst überführt. Das ist ja gute deutsche Tradition. Da hat die Stasi nichts anderes gemacht, als ja einen umfangreichen Aktenbeweis angelegt von ihren Gräueltaten. Da haben die Nazis ja nichts anderes gemacht, als wirklich akribisch aufzulisten. Nimm meine liebenswerte Stasi da nicht zu. Dieter, wenn man im Loch sitzt, soll man einfach aufhören zu graben. Ja, sondern zum Thema Stasi kann ich dir da nur raten, irgendwo mal Schluss zu machen. Ne? Nein, ich habe jetzt nicht gesagt, die Stasi war die Gestapo oder so ein Unsinn. Das habe ich nicht gesagt. Aber es sind 2 Geheimpolizeien aus Unrechtsstaaten, die eben deutsch, wie sie sind, feinsäuberlich aufgeschrieben haben, was sie so verzapft haben. Davon kannst du ja wohl auch ein Lied singen. Und ja, so. Und da muss man sagen, also es zeigt ja 2 Dinge. Aus meiner Sicht. Es zeigt, dass die kein Unrechtsbewusstsein hatten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht übergehen sollte, finde ich. Man sieht ja an diesen Werken, wie, das unterstelle ich ja auch den Nazis. Ich glaube ja bis heute,
dass die Nazis dachten, sie sind gute Menschen und tun das Richtige. Also gut im Sinne von das Notwendige. Das Gequatsche von wegen Härten, die man ertragen muss, geht ja auch in die Richtung. Die haben ja sich selbst vermutlich nicht als die Bösen gesehen und haben gesagt, was wir hier machen, ist menschenverachtend, sondern die haben ja irgendwie vermutlich selbst auch geglaubt, dass diese Grausamkeiten, die sie begehen, irgendwie zum Guten führen. So ähnlich ist das wohl auch bei diesen RKI-Files. Wir sehen an der ausladenden Art, wie da was besprochen wurde, und dann überführen sie sich ja durch solche Dinge wie das BM, also das Ministerium weist an, die Gefährlichkeit hochzustufen. Masken bringen zwar nichts, Minister wurde nochmal darauf hingewiesen, oder das Ministerium, trotzdem sollen wir auf Masken hinweisen. Also trotz der umfangreichen Schwärzung sind ja alle Kernvorwürfe der sogenannten Schwurbler belegt. Jetzt ist interessant, welche Haupttäter tatsächlich vors Tribunal gehören als diejenigen, die das angewiesen haben. Man vermutet aus meiner Sicht völlig zu Recht militärische Anweisung. Es sieht so aus, dass da Bundeswehrgeneräle, ein Generalarzt oder wie die auch immer heißen in ihren Rängen genau, also ein Arzt im Generalsrang, der auch im Bundesgesundheitsministerium saß, offensichtlich da ganz vorne dabei ist. Es setzte sich ja dann fort. General Breuer war später ja der Leiter des Krisenstabes, also ein General in Uniform als Chef einer vollkommen zivilen Organisation. Aus meiner Sicht hätten da alle Alarmglocken angehen müssen. Ja, das ist aus meiner Sicht eine Nebenhandlung, die kaum Beachtung findet, die ich unglaublich finde. Und wir sehen kurz und gut in diesem geschwärzten RKI-File, dass das Ganze eine Inszenierung des militärisch-industriellen Komplexes ist. Jetzt benutze ich dein Marxisten-Vokabular, Dieter, du hast mich soweit. Ja? Aber es ist ja so, ja, egal wo man steht. Ja? Und ehrlich gesagt, für meinen Geschmack braucht es nicht mal mehr die Entschwärzung. Es ist ja alles da. Ich hoffe, die Entschwärzung kommt. Ich hoffe, man kriegt sie freigeklagt, um Menschen verantwortlich zu machen. Aber die Fakten liegen auf dem Tisch. Wie siehst du es? Ähnlich, aber da du ja der Interviewpartner bist, möchte ich ja mehr von dir hören. Man kann ja festhalten, aber bitte korrigier mich, ich habe nur 7 Semester, fast 8 Medizin gemacht. Du hast da richtig deinen Doktor drin. Anwesend war ich auch nicht so oft. Nein, natürlich. Aber du kennst dich auch wirklich im Detail aus. Ich weiß das ja von unserer Nachschlagdiskussion währenddessen, vorher und nachher. Die Masken haben nichts gebracht, zumindest hätten sie in weiten Teilen abgezogen werden müssen, um die Schleimhaut mit Erregern zusammenzubringen, damit das Immunsystem in Schuss bleibt, weil unser Immunsystem die Hauptlast, also weit über 92-93% aller Erreger, auch der Coronaviren, geschultert und auch gematcht hat, mRNA-Impfungen oder überhaupt Impfungen. Ich habe ja den russischen Impfstoff Sputnik gehabt und habe keine Nachwirkungen. Nennen Sie nicht Impfstoffe, Dieter. Es impliziert immer einen medizinischen Nutzen. Es sind keine Impfstoffe im klassischen Sinne. Also das, was ich da bekommen habe, glaube ich, weil das auch das Institut war, was den Ebola-Impfstoff hergestellt hat, der war sehr segensreich, was ich in Moskau da verabreicht bekommen habe, glaube ich, ist ein Impfstoff, ist aber ein Vektorimpfstoff, also kein Totkörperimpfstoff im klassischen Sinne, da magst du recht haben. Da sollte man tatsächlich mit der Definition über das hinausgehen, was da verschwurbelt wurde von Lauterbach und Spahn. Jedenfalls hat es an Weitergaben von Infektionen, also Ansteckungen, überhaupt nichts gebracht. Die Lüge ist verbreitet worden, weit über ein Dreivierteljahr. Und auch reingebimst worden in die Kinderköpfe. Bis heute. Lauterbach behauptet immer noch, mit seinen sogenannten Maßnahmen immer noch viele Leben gerettet zu haben und unterm Strich Nutzen erzeugt zu haben. Das ist eine Lüge. Er weiß, dass er lügt. Ganze Völker in Afrika und anderswo sind ganz gering nur geimpft, haben sich beschwert, dass sie nicht genug Impfstoff bekamen, bekamen keinen, weil sie ja nur Dunkelhäutige waren. Und die sind viel besser über die Runden gekommen und haben jetzt eben mit den Vaccine-Folgen, also den Folgen dieser Stoffe, auch nicht diese Erkrankungen. Es gibt ja da diverse Untersuchungen. Sie bekamen keine Entschuldigung, weil sie einfach nicht bezahlen. Das war eine Abzocke. Die wollten Geld machen damit. Das ist doch den Verbrechern vollkommen egal, ob einer schwarz, gelb, grün oder blau ist, wenn er ihn ausnehmen kann. Ne? Ja, klar. Ja? Und dann gibt es den Turbokrebs, das hast du auch wahrscheinlich gelesen, also dass durch diesen mRNA, dadurch, dass das Immunsystem so auf diese Spikes getrimmt wurde,
vernachlässigt es dann die anderen Erreger und die anderen Zellbuchungen und ist da nicht mehr in der Lage. Und deswegen gibt es diesen Turbokrebs. Ich habe viele in meiner Bekanntschaft. Ich bin mit der Kausalität wäre ich vorsichtig. Also es gibt diesen sogenannten Turbokrebs, von dem du sprichst, offensichtlich. Ja. Was die Kausalkette angeht, können wir spekulieren. Was du gerade gesagt hast, ist eine vernünftige, plausible Hypothese. Es ist immer noch so, nichts Genaues wissen wir nicht. Denn, darüber können wir jetzt auch wieder spekulieren, es wird nicht wirklich von den Stellen, die üblicherweise Untersuchungen finanzieren, das ist in Deutschland die Deutsche Forschungsgemeinschaft, das sind letztlich staatliche Stellen, das Regime kontrolliert auch hier sich selbst, ja, so wie die Bundeswahlleiterin eine Angestellte von Nancy Faeser ist. Also es fehlen uns Daten, es fehlen uns wissenschaftliche Belege für diese Kausalketten, die du da gerade postulierst. Ich finde die plausibel. Wir sehen, und andere Länder verkünden das auch ganz offiziell, in England zum Beispiel hieß es gerade neulich anlässlich der Krebserkrankung der Frau von Prinz William, dass insgesamt der Krebs bei jungen Menschen epidemieartig zugenommen hätte, um 71% rund in dieser Altersgruppe von 30 bis 50. Man habe natürlich überhaupt keine Ahnung, woran das liegt. In Deutschland wird dann schnell hinterhergeschoben, dass das natürlich Putin, die AfD, der Klimawandel und Terrorfeindlichkeit sein könnten, die da irgendwie schuld sind, ist klar, rechts-rechts-Nazi. Aber natürlich fehlen uns Beweise, dass das mit der sogenannten Impfung zusammenhängt. Die Wahrscheinlichkeit ist unglaublich hoch. Ja, die Indizien sind erdrückend. Einerseits das, was du gerade sagtest, die Ablenkung des oder die Überfrachtung des Immunsystems mit dieser künstlichen Dauererkrankung, die wir da erzeugen. Andererseits, ganz wichtiger Punkt, die Überladung mit methylierten oder modifizierten DNA von Bakterien, die als Rückstände in Anführungsstrichen, die sozusagen als Teil des Herstellungsverfahrens in enormer Konzentration Metalle auch nochmal, die würden jetzt nicht unbedingt für Krebsauslösung herangezogen werden. Ja, nicht unbedingt. Also man muss immer halt aufpassen, alles in der Medizin ist sehr, sehr viel möglich, ne, wenn nicht gleich alles, in der Natur überhaupt. Das kann man alles postulieren, diese Mechanismen. Es ist halt immer sinnvoll, vom Wahrscheinlichen zum Unwahrscheinlichen vorzugehen. Und da würde ich sagen, und das, da glaube ich, bin ich mir mit den Onkologen einig, lasst uns da erstmal auf diese mDNA schauen, die es da gibt, diese ganzen DNA-Reste, mDNA, die da drin sind, und natürlich auf die chronische Inflammation, die diese Spike-Proteine erzeugen. Ja. Ist das auch so hypothetisch in Bezug auf die Zunahme von Thrombosen und Herzbeutelerkrankungen? Nein, das ist ja tatsächlich bewiesen. Ja. Die Anzahl der Herzmuskelerkrankungen, Myokarditiden, Perikarditiden sind da formal nicht mit drin. Das wäre der Herzbeutelerkrankung. Das ist jetzt ein kleines bisschen Klugscheißerei. Das eine ist also nun sozusagen die bindegewebige Hülle, die den Herzmuskel umgibt. Das andere ist der Herzmuskel selber. Beides ist ganz, ganz furchtbar schlecht. Wir erinnern uns an den Blödsinn von leichter Herzbeutel- und Herzmuskelentzündung. Ja, so, das ist so wie ein bisschen schwanger oder so ein Unsinn. Ja, oder so leichte Gehirnverletzung. Aha, schön. Ne? Es gibt halt so Dinge, die sind auch in der leichtesten Form nichts, was irgendwie erstrebenswert ist. Herzgewebe, wenn es untergegangen ist, vernarbt, ja, wird durch Narbe ersetzt. Das ist nicht funktionales Gewebe. Das heißt, da, wo mal Herzmuskel war, da, wo mal funktionsfähiges Perikard war, ist danach Narbe, wenn das kaputt gegangen ist, zum Beispiel infolge einer Entzündung. Und das schwächt das Herz. Und das ist eben wie bei vielen Dingen im Leben dann eine summarische Erkrankung, ein summarisches Problem. Viele Dinge, die wir tun, lassen das Herz über die Jahre und Jahrzehnte immer schlechter werden. Das können koronare Probleme sein, durch Zigarrenrauch bei Livestreams zum Beispiel oder Ähnliches. Ich war ja selbst lange Raucher vor vielen Jahren, gar keine Frage. Also ich bin der Letzte, der predigt. Die Enthaltsamkeit predige ich dir nicht. Die schlimmsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. So ist es. Deswegen halte ich mich da auch ganz zurück und geschlossen. Ich finde, da immer dieses Missionieren gibt ein jeder junge Arzt irgendwann auf, wenn er älter wird. Ich will nur sagen, es summiert sich eben über die Jahre. Die Herzleistung nimmt ab. Und am Ende, mir hat das ein kluger Narkosearzt mal erklärt, ganz am Anfang meines Studiums, dann nahm er eine Kerze und meinte, das ist die Lebenskerze, die kann man an einem Ende anzünden, die kann man an zwei Enden anzünden, man kann sie auch in Sauerstoff halten. All diese Dinge, die wir da machen, die beschleunigen dann eben das Abbrennen. Nicht? Es ist ein konsumierender Prozess. Und so eine Myokarditis, wenn sie bewiesenermaßen durch diese Betrugsstoffe ausgelöst wurde, ist da ein ganz starker Faktor, das Leben zu verkürzen. Das gilt dann auch für thromboembolische Ereignisse, also die Bildung von Blutklumpen. Ein thromboembolisches Ereignis in den Herzkranzgefäßen nennt sich Herzinfarkt. Wenn das in den Hirngefäßen passiert, ist das ein Hirninfarkt.
Und umgekehrt haben wir, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen widersinnig im ersten Augenblick, aber es ist ganz logisch, wenn man sich ein wenig auskennt mit der Blutbeschaffenheit, umgekehrt haben wir auch das Phänomen verstärkter Blutung. Beispielsweise Frauen in ihren Regelblutungen haben das erlebt, dass sie plötzlich starke, verlängerte Regelblutungen haben. Und auch Hirnblutungen haben zugenommen. Hirnblutungen beispielsweise, die merkt man, Blutungen an anderer Stelle, wenn sie aus dem Gefäß austreten, merkt man nicht so schnell, weil das Hirn ist doch ein recht kompakt gebautes Ding. Ja, auch die haben zugenommen. Beides hängt mit Koagulationsbeschwerden zusammen, mit Situationen, wodurch diese Spike-Proteine wahrscheinlich und chronische Entzündung Dinge verbraucht werden im Blut, die diese Thromben erzeugen. Einerseits erzeugt das Thromben, andererseits macht das auch, dass das Blut dünner wird und stärker Blutung entstehen kann. Je nach Lage gerade sozusagen des Stoffwechsels. Also es gibt einige Hinweise, auch hier drücke ich mich deinem Wunsch entsprechend so vorsichtig aus, wie ich das ja auch gelegentlich bei dir in Bezug auf den Faschismusvorbehalt dann immer erbitte. Pädagogisch gute Formulierung. Es gibt Hinweise darauf, dass die Übersterblichkeit, die zugenommen hat, die auch statistisch in vielen durchgeimpften Ländern, allen voran Israel, messbar ist. Die Geburtenrate dazu, der Anzahl der Totgeburten. Ja. Hat die israelische Geheimdienst Mossad, sonst bin ich kein Freund davon, damals frühzeitig gewarnt, die israelische Armee durchzuimpfen. Es gibt also Hinweise, dass die Übersterblichkeit auch hier eine Korrelation, sage ich mal vorsichtig, in dieser Art der sogenannten Behandlung des Coronavirus war. Nun gab es damals wenn wir über die Amnestie reden, dann meinen wir ja nicht die Amnestie für Lauterbach und Spahn und die da dran gehangen haben, sondern dann meinen wir ja... Hast du jetzt hängen gesagt, Dieter? Hast du gerade hängen gesagt? Wie? Drangehangen. Ja. oder auch, was weiß ich, dran strampeln oder so. Die Leute, die damals mit monströsen Strafen überzogen wurden, weil sie auf die Gefahr der Maske, weil sie auf die Gefahr der mRNA-Stoffe hingewiesen haben und weil sie auch die ökonomischen Folgen des Lockdowns damals schon kritisch erwähnt haben, die haben massive Strafen bekommen. Eigentlich müssten die nicht nur amnestiert werden, sondern den ein oder anderen Ärzten, die gefälschte Impfpässe ausgestellt haben, müsste eigentlich ein Denkmal errichtet werden, weil sie Menschen davon abgehalten haben, diesen Quatsch da zu sich zu nehmen. Deswegen, ich weiß nicht, ob du das anders siehst, vielleicht kannst du mal sagen, wie das bei dir war und vielleicht noch zwei, drei andere Fälle von denen, die eigentlich jetzt rehabilitiert werden müssen und wo sie von Strafen, Geldstrafen, sogar Haftstrafen überzogen waren, nachträglich das ersetzt bekommen müssten. Ja, Dieter, wir sind ja noch ganz weit im Gegenteil. Nicht? Während wir hier sprechen, sitzen ja Ärzte in Haft, im Gefängnis, weil ihnen der Prozess gemacht wird und sie hochgradig verdächtig sind, falsche Atteste, wie es heißt, gefälschte Atteste, unzutreffende ausgestellt zu haben, falsche Gesundheitszeugnisse. Es wird weiter ermittelt, es sind Bußgelder verteilt. Noch jetzt wird in Berlin ja bestraft, wer irgendwo mal ohne Maske da in einen Supermarkt ging. Da sind wir ganz weit davon entfernt, dass da irgendwie Amnestie geschieht. Es werden ja nicht einmal die Verfahren ausgesetzt. Das wäre mal der erste Zug, ja, dass man diese Verfahren pausiert, die Untersuchungshaft aufhebt und solche Dinge. Ich sage ganz klar, jeder Arzt, der sogenannte gefälschte Atteste ausgestellt hat, gefälschte Impfpässe, hätte meine volle Unterstützung, meine volle Komplizenschaft, hätte meine volle Deckung. Vielleicht hat er sie auch bekommen. Ich werde mich hüten, Straftaten irgendwo zu gestehen, wenn ich sie denn hier begangen hätte. Also ich hätte nie jemanden dafür irgendwo hingeliefert, wenn er diese Atteste ausgestellt hätte. Ich kenne Heerscharen, kann man schon sagen, von Apothekern, die gefälschte Impfpässe ausgestellt haben oder Impfbescheinigungen. Ich kenne Ärzte, Praxen. Ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die gefälschte sogenannte Impfpässe haben. Die haben alle recht. Es ist gut so, dass sie es gemacht haben. Hätte man mich gefragt und hätte man so etwas von mir verlangt, Dieter, vielleicht hätte ich es ja auch gar selbst getan, oder? Und man weiß es nicht. Ja, der Staatsanwalt würde es sicherlich gerne wissen. Man hat mir das natürlich unterstellt. Man hat auch da nichts gefunden.
Und ja, es ändert natürlich nichts daran, dass man immer weiter sucht und das versucht zu kriminalisieren. Sagen wir so, ich bin persönlich davon überzeugt, jeder Arzt, der sich so verhalten hat, hat sich seinen ärztlichen Grundpflichten gemäß verhalten. Und dafür hat er, da bin ich bei Helmut Schmidt, dafür hat er keinen Orden verdient, dann ist selbstverständlich, dass ein Arzt das macht. Es haben diejenigen Haftstrafen verdient, die in Impfzentren gearbeitet haben. Ärzte, die sich, und ich sage ganz bewusst, schimpfe ich nie auf Huren, weil ich gegen Prostitution gar nichts einzuwenden habe, wenn sie freiwillig geschieht, sage ich, Ärzte, die sich verkauft haben, als Verräter verkauft haben, diesem militärisch-industriellen Komplex und den Impfzentren, ich glaube für ein Tausi am Tag oder was das da war, ja, die Menschen ohne Aufklärung wie Vieh durch ihre Schleusen getrieben haben, um ihm diese krebserregende Mörderbrühe reinzuspritzen, die gehören dauerhaft eingesperrt. Wer sowas macht, ist nichts anderes als ein KZ-Helfer. Es ist genau das Gleiche. Es ist exakt das Gleiche, ob du so etwas tust oder in anderer Form eben bei Menschenversuchen und Ähnlichem mithilfst. Ja. Es ist vielleicht nicht, das müssen Juristen entscheiden, es ist vielleicht nicht der Dolus Directus ersten Grades, darauf jemanden zu töten. Aber es ist die billigende Inkaufnahme aller Folgen. Jeder Arzt lernt vom ersten Tag wirklich seines klinischen Studiums an, dass die informierte, freie Entscheidung des Patienten das Maßgebliche ist oder das Wichtigste ist überhaupt in der aufgeklärten Medizin. Wir sind, wir hängen uns immer auf den, klopfen auf die Schultern, sagen uns, dass in dieser Nach-Nazi-Medizin die Autonomie des Patienten das Oberste ist. Ja, die Würde des Menschen und daraus folgt die Autonomie des Patienten. Scheißdreck war in dieser Corona-Zeit. Das Gegenteil war der Fall. Es gab keine Würde des Patienten, es gab keine Autonomie des Patienten, es gab Zwang, Manipulation, Massenimpfung. Und diese Leute gehören abgeurteilt, reihenweise. Und selbstverständlich gehören die Ärzte, die sich dagegen gewehrt haben, genauso finanziell entschädigt wie all diese zahllosen Impfopfer. Also an der Goldgrube lautet die Adresse, glaube ich, von BioNTech. Da sitzt die Firma, da sitzt Uğur Şahin, kommt vor Lachen nicht in Schlaf und schläft ganz hoch oben auf einem Berg aus Milliarden. Das gehört ihm abgenommen, dieses Geld, und in die Wiedergutmachung für die Opfer seines riesigen Betruges gesteckt. Als Bhakti und andere, Wodak und andere sagten, das sei nicht schlimmer, also Covid-19, als eine schwere Grippe. Wurden Sie ähnlich wie unser Freund Ken Jebsen damals, also Kevan Sufisiyavash, mit dem wir ja auch am Donnerstag wieder Nachschlag machen werden, kommt übrigens gleich dann auch bei uns als Werbung, wurden Sie auf den Acker getrieben und für vogelfrei erklärt. Du als Mediziner, ist diese Gleichsetzung oder in die Nähesetzung von heute aus gesehen richtig gewesen oder nicht? Der Vergleich mit Grippe? Ja, ja, unbedingt, ja. Das ist absolut glasklar. Dazu gehörte auch wirklich nicht viel. Ja, wenn ich auf meine eigene Prognose Verläufe zurückkomme, muss ich ja sagen, ganz am Anfang, die ersten 2 Wochen, sagte ich auch, oh, mal schauen, neues Virus, neuer Erreger, wir wissen nicht, ja. Muss man klinisch abwarten. Dann war jedem klar, der das mit ein bisschen klinischer Erfahrung beobachtete, ui, weder die Pathogenität kann so groß sein, noch die Kontagiosität kann so groß sein, so schlimm kann es nicht werden. Dann sah man sehr zügig, dass das Infektionsgeschehen und die Klinik beim Patienten in fast allen Punkten der Grippe vergleichbar war. Ein Irrtum, dem ich damals unterlegen bin, als es dann diese sogenannte Impfung gab, dass ich dachte, naja, allenfalls wird die ein kleines bisschen, ein paar Impfnebenwirkungen und dann ansonsten wirkungslos. Ja, ich scherzte dann noch, naja, ob man sich das oder Kochsalz spritzt, da kann man auch gleich die Impfpässe für alles Mögliche rausgeben. Schon dafür, Dieter, dafür, dass ich die Impfung dem Kochsalz gleichsetzte, versuchte dann die Ärztekammer Berlin den Entzug meiner Approbation bei der zuständigen Behörde durchzukriegen. Mittlerweile lief mir der Schriftwechsel dieser Fascho-Feiglinge vor. Die Behörde hat dann abgelehnt, meinte, nein, nein, dadurch ist er noch nicht unwürdig. Sie haben es dann später nochmal versucht, hat auch nicht geklappt. Jetzt bin ich zum Glück nicht mehr Mitglied einer deutschen Ärztekammer. Also ja, dieser Vergleich war vollkommen treffend, vollkommen richtig. Ja. Und man muss auch sagen, die Erkrankungen, die Corona auslösen und die Erkrankungen, die Influenzaviren auslösen, sind in weiten Teilen klinisch deckungsgleich und auch in ihren schweren Verläufen. Also es ist tatsächlich allenfalls labormedizinisch zu unterscheiden. Und wir haben ja auch gesehen, es gab ja plötzlich keine Grippe mehr während Corona. Ne? Irgendwie sind ja genau wie die ganzen gefährlichen Karl-Varianten, Delta, Omikron, wie auch immer sie diesen ganzen Schwachsinn genannt haben, ihre angeblichen Varianten des Coronavirus, von denen jetzt kein Mensch mehr redet. Wo sind die alle hin, diese gefährlichen Killer-Varianten?
Während die alle da waren, gab es in den Messwerten dann nie Influenza. Da ist, niemand ist so doof, das zu glauben, oder? Doch. Aber abschließend nochmal zu den ökonomischen Folgen. Die haben wir jetzt gar nicht berührt. Da ist ja unser Mittelstand und auch der Industrie wirklich Gewalt angetan worden. Und wir leiden ja neben den künstlich durch den Boykott des russischen Gases herbeigerufenen Energiekostenpreisen auch heute noch, also hier allein in diesem Dorf, an dem übrigens hier wenige Meter vor mir Olaf Scholz mehrere Wochenende und Pfingsten lang versucht hat, Marxismus zu lernen, hier an meinem Bauernhof. Und der ja auch, ja, irgendwann dann gesagt hat, ja, da muss noch vieles aufgearbeitet werden und so weiter. Wir leiden ja heute noch an einem, also hier bei uns sind drei Kneipen eingegangen in dieser Zeit, in der Corona-Zeit. Drei Kneipen. Es ist immer auch ein Wegfall von Kultur, von Treffen, von Zusammenkommen von Menschen. Wir leiden ja heute noch darunter. Hast du da irgendwelche Zahlen oder Anhaltspunkte, wie man sagen könnte, dass das sich jetzt für den Niedergang der deutschen Wirtschaft ausgewirkt hat? Du hast es selber ja schon gesagt und ich bin weder Volkswirt noch studierter Betriebswirt. Ich habe nur als Unternehmer einige Firmen aufgemacht und manche davon sogar erfolgreich. Die habe ich jetzt übrigens gerade liquidiert vor kurzem. Ich war gerade beim Notar, ich bin der große Liquidator geworden und habe zwei von meinen drei Firmen bereits abgemeldet, weil ich gesagt habe, in Deutschland will ich nichts mehr haben, gar nichts. Nichts soll mich rechtlich oder finanziell mit diesem Unrechtsstaat verbinden. Wir leben ja mittlerweile und die Volkswirtschaft oder das, was Marxisten dafür halten, das ist ja dein Metier, da sind wir uns ja in weiten Teilen einig, was die Diagnose angeht, Dieter. Dann sind wir uns uneinig vermutlich, was die Behandlung angeht. Der Marxist schreit dann ja immer gern nach staatlicher Bevormundung. Der Liberale, wie ich, sagt, nö, Eigenverantwortung ist eine tolle Sache. Aber Spaß beiseite. Wir haben ja mittlerweile, ich glaube, darin sind wir uns einig, mit einer Staatsquote von rund 50% liegen wir ganz weit vorne unter den entwickelten Ländern. Danach kommen erstmal einige irgendwo im Südpazifik. Wir haben einen freien Fall unserer Firmenzahlen und unserer Arbeitsplätze. Wir haben einen freien Fall auch im Zustand der Infrastruktur unseres Landes, Straßen, Schulen, was die ausgebildeten Menschen... Krankenhäuser, genau, was da das qualifizierte Personal angeht. Ich sage mal nicht Fachpersonal, weil unter Fachpersonal, da siehst du immer Syrer und Eritreer, die irgendwo mit Messern durch die Straßen ziehen. Das ist jetzt das Fachpersonal, was Olaf sich holt. Also ich glaube, der ganz einfach gestrickte Mensch, zu dem ich am Ende auch gehöre, zu dieser Gruppe, sieht ja, wie die Volkswirtschaft vor die Hunde geht. Ich bin hier in Berlin, ich habe heute gerade gesagt, Beirut an der Spree ist wirklich, ist durch. Es ist komplett durch. Wir haben hier jede Menge schwarzbärtige Männer in weißen AMG-Mercedesen und Polizisten, die genauso aussehen. Wenn sie nicht Polizei drauf hätten auf ihrer Uniform, würdest du es gar nicht merken. Keiner von denen lebt von selbst erwirtschaftetem Geld. Es ist entweder Steuergeld oder Geld, was nie versteuert wird. Beide Gruppen werden immer größer, aber die Leistungsträger sind weg. Die produzieren, gehen. Jetzt gerade hat Markus Krall heute Abend auf X bekannt gegeben, er hat sich in der Schweiz angemeldet. Er hat sich in die Schweiz verabschiedet. Nun kann man natürlich sagen, mein Gott, nun ist Markus Krall weg. Ein einzelner Libertärer, der sowieso nur eine kleine Gruppe, mag man alles so sehen. Markus Krall ist nicht deutsche Volkswirtschaft, aber unstrittig ein Unternehmer. Unstrittig jemand, der Summen bewegt, der Dinge geschaffen hat, Arbeitsplätze und Werte erwirtschaftet hat. Und so wie er machte es gerade die Firma Stiel, Kettensägenproduzent. Kennt man vielleicht auch in deinem Dorf, westdeutscher Kettensägenproduzent, uraltes Traditionsunternehmen, hat sich in die Schweiz verabschiedet. Es muss nicht immer die Schweiz sein, es ist Amerika, Asien ist es gerne auch mal, die Arbeitsplätze gehen nach China. Also die deutsche Chemieindustrie bricht zusammen, das ist die energieintensivste, haben wir gelernt. Dann gibt es noch die Stahlindustrie oder die Metallindustrie, Aluminiumschweißen und Lichtbogenschweißerei kostet Strom ohne Ende. All das geht. Wir sehen es ja in den bundesoffiziellen Zahlen. Wir sehen es auch indirekt als Surrogatparameter im Abfall der CO2-Produktion. Da jubelt ja Annalena Wuckestan und sagt, super, CO2 fällt, ja, weil die Industrie weg ist.
Und ich meine, da sind sich jetzt Marxisten und Kapitalisten einig, Dieter. Erst kommt das Fressen und dann die Moral, auch bei allen, egal was, woran man glaubt. Und den arbeitenden Menschen ihre Lebensgrundlage wegzunehmen, ist in jeder Ideologie falsch und kann einfach nur dazu führen, er kann nur dazu dienen, sie zu unterwerfen, sie abhängig zu machen. Und das ist eine Form von Staatsterrorismus. Ist auch keine Misswirtschaft, das muss man ganz klar sagen. Misswirtschaft hieße ja, dass das alles ein Akt von Dummen wäre, die da nicht wissen, was sie tun. Zweifelsohne gehört Annalena Baerbock zu den dümmsten Politikern, die wir in diesem Lande je hatten. Das ist offenkundig. Aber sie ist natürlich nur eine Marionette. Sie ist eine Puppe. Das sieht man. Jeder, der sie irgendwo sprechen sieht, merkt, dass sie nicht diejenige ist, die Entscheidungen darüber trifft, was sie wo wann zu wem sagt. Ähnlich verhält es sich ja mit einem Herrn Habeck. Insofern müssen wir sagen, findet hier planvolle Zerstörung unserer Wirtschaft statt, unseres Mittelstandes. Was dann auch wieder passiert, und mein Gott, ich werde noch Kommunist, dieses Großkapital, das triumphiert. Nie gab es mehr Umverteilung zu den ganz großen Konzernen, zu amerikanischen Staatskonzernen à la Google, Gründung von DARPA, Gründung der CIA, bis heute eng verbandelt mit den amerikanischen Regierungsbehörden. Und Großindustrielle wie Bill Gates verdienen immer mehr. Also das Geld ist wie immer nicht weg. Es ist nur ganz, ganz oben. Selbst so Kleinmillionäre wie du sind dagegen ja Peanuts. Das sind ja Menschen, die es gar nicht gibt in dieser Größe von Kapital, von der wir da sprechen. Und das ist fatal. Ja, das ist fatal. Es macht den Einzelmenschen abhängig von anonymen Großkonzernen. Es treibt ihn eben wieder zurück in die Leibeigenschaft. Da gehen wir hin gerade. Also nur zum Abschluss, kleine Rehabilitation des Marxismus. Die Marxisten, die zwischen 45 und 49 für den Artikel 15 des Grundgesetzes, also den Vergesellschaftungsartikel gestritten haben, haben das natürlich mit der Vision getan, dass das demokratischen Einfluss ermöglicht, dass eben nicht Krankenhäuser privatisiert werden, dass auch die Rüstungsindustrie sich nicht ausweiten darf, sondern auch demokratische Hemmnisse dagegen erzeugt werden. Und dieser Artikel 15, man möge ihn lesen, er ist wirklich, wie ich finde, für solche Verhältnisse recht gut. Der ist ja eben auch entstanden, um zu sagen, es muss auch Genossenschaften geben, es muss auch andere Formen geben als nur diese Konzerne. Also im Grunde genommen war das schon auch gedacht gegen die Zunahme der Macht der Konzerne durch Demokratie. Was du heute hast mit der Staatsquote ist, dass der Staat zwar 50% auf dem Papier Einfluss hat, aber das Geld vorgehalten wird, um dann entsprechend BioNTech oder andere Konzerne halt zu stützen und Nimm die Krankenhäuser, ja. Da ist ja genau das passiert. Ja, der Massenmörder Karl Lauterbach hat ja vor seinem Impfbetrug dafür gesorgt, dass die kleinen Krankenhäuser, also dass das Krankenhausbetten im Prinzip in der Zahl gleich bleiben in Deutschland, aber sie kommen eben von deinem hessischen Dorf weg aus der kleinen Klinik und wandern nach Frankfurt am Main, wo das Letzte, was wir brauchen, noch ein Krankenhaus ist, da gibt es genug. Es findet eine massive Zentralisierung statt. Das drückt dann wieder, da muss ich jetzt keine volkswirtschaftlichen Predigten halten, da kennst du dich besser aus. Wie ist das, wenn sowas zentralisiert wird? Großkonzerne haben da natürlich viel bessere Renditen, weil so 10 Betten an einer Stelle viel günstiger zu betreiben sind als 2 beispielsweise. Es gibt mittlerweile in Berlin ja einen stadteigenen Krankenhauskonzern, der heißt da Vivantes oder solche Sachen wie Helios oder die Rhön-Kliniken und so. Das sind Klinikketten, die natürlich viel billiger betreiben können, die dann Monopole bilden. Es hat in der Krankenhaus-, in der Klinikwelt eine Monopolisierung stattgefunden, die ist Wahnsinn. Ja, und das hat natürlich alles mit der DRG-Einführung von Karl Lauterbach zu tun. Der Mann ist in jeder Hinsicht ein Gewohnheitsverbrecher und ein Mafiapate. Und solange der frei gehen kann in diesem Land, ist hier weder mit wirtschaftlicher Erholung zu rechnen, noch mit so etwas wie Demokratie oder Bürgerrechten. Also, was deine wirtschaftliche Einschätzung anbetrifft, Genosse Brandenburg, danke ich dir herzlich. Das kommt relativ nah zu dem, was ich auch sage. Und wir machen jetzt einen kurzen Werbeblock mit und für Nachschlag Express am kommenden Donnerstag. Willkommen bei Nachschlag, der neuen unheiligen Allianz der freien Medien. Ich begrüße meine Kollegen Ivan Sufisiewicz und Dieter Dehm. Hallo. Diese Truppe betreibt nichts anderes als Nachschlag.express.
Wir müssen hier ganz ehrlich sein. Die mehr zusammenkommen und nicht jeder einzeln. Ich habe die Faxen langsam dicker. Das kann man mir einfach nicht erzählen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Und ich wiederhole das nochmal, Paul, Kevan und ich sehen uns am Donnerstag wieder und ihr kommt jetzt zu Wort auf Twitter bzw. X-Space, sofern ihr euch dazuschaltet, seid ihr dann... So, also jetzt sind wir hier auf Twixspace. Die Stummschaltung ist aufgehoben. Wir haben wieder ein paar technische Probleme. Das liegt aber daran, dass ich technisch ein Dinosaurier bin. Die etwas irreführende Titelierung unserer Sendung heißt Kabarett killt Aufklärung. Dazu hatten wir Rainer Grünert. Vielleicht ist er auch dabei. Und ihr seid jetzt herzlich eingeladen auf meinem Twitter-Kanal euch zuzuschalten und mitzudiskutieren. Arthur ist als Co-Host mit dabei. Hallo Arthur. Ja, hallo Dieter. Ich übernehme wieder die Moderation. Hallo. Ja, gut. Dann haben wir es, glaube ich, jetzt auch technisch einigermaßen im Griff. Ich weiß nicht, ob wir noch in anderen Kanälen sind. Und wenn sich jemand melden möchte, dann ist er herzlich dazu eingeladen. Ist jemand da, der da noch was zu sagen wollte? Wir sind jetzt bei 18.32 Uhr und ich sehe auch Reinhard ist dabei. Herr Dieter, ich übernehme dann die Moderation jetzt. Genau, wie Dieter gerade sagte, wer einen Beitrag hat, gerne einen Sprecherwunsch stellen. Da sehe ich auch schon direkt ein Eintrudeln. Dieter, wir können uns ja gleich kurz überlegen, es ist ja viel passiert in den letzten Tagen. Es gibt ja heiße Nachrichten auch, dass Transgender-Gesetz jetzt vor ein paar Tagen und der China-Besuch von Scholz, der aktuell noch läuft, ganz heißes Thema, stark diskutiert. Genau, wir können ja gleich schauen, welche Reihenfolge es gibt, aber ich würde mal sagen, wir nehmen dann direkt den ersten Sprecherwunsch von Tuki Didas, ich hoffe, das ist ungefähr richtig ausgesprochen, mein Altgriechisch ist nicht so stark. Du könntest direkt jetzt loslegen, wenn du willst. So, Moment, scheinbar hat irgendwas nicht geklappt. Doch, hat geklappt. Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe immer ein bisschen das Problem mit dem Headset, dass wenn ich in den Space reinkomme, also und der Sprecher, dann entkoppelt sich plötzlich das Headset vom Smartphone. Bisschen blöd technisch gelöst. Ja, ich bin jetzt tatsächlich noch nicht allzu lange hier im Space. Ich glaube, vielleicht 7 Minuten oder so. Und da hatte jetzt dann, offenkundig war es ja dann eben doch eine Abspielung nochmal von dem Gespräch, was da zwischen Herrn Dehm und dem Herrn Brandenburg da gelaufen war. Jetzt weiß ich nicht so ganz genau, was hier konkret das Thema ist. Weil das Space geht ja offenkundig schon etwas länger. Ja, wir haben angefangen, wenn du mich hörst, oder wenn Sie mich hören, wir haben angefangen mit dem Rainer Grünert. Wir haben dann auch darüber gesprochen, wie schäbig wir beide, eher als Kabarettist, der auch den Gerd Schröder parodiert, und ich, der auch viele Texte, auch wegen meines Austritts aus der SPD nach 33 Jahren, wegen Gerd Schröder, wegen Hartz IV, da gemacht habe. Wie schäbig plötzlich jetzt Staatskabarettisten über ihn anlässlich
seines 80. Geburtstags hergefallen sind. Dann haben wir gesprochen mit Paul Launer, mit Paul Brandenburg. Beides war übrigens live, also nicht voraufgezeichnet. Und da haben wir dann das gehört, was eben auch die sogenannte Corona-Aufarbeitung anbetrifft, haben ein bisschen darüber gesprochen, was die gesundheitlichen Folgen von mRNA, sogenannten Impfstoffen, sind, über die Untauglichkeit dieser dauerhaften Maskentragerei und die wirtschaftlichen Folgen der Lockdowns. Also so jetzt mal kurz gefasst, und dass die Corona-Aufklärung genau das ja nicht leistet. Das heißt, dass du oder dass sie jetzt Talkshows haben, wo zwar immer gesagt wird, wir wollen Corona aufarbeiten, aber die eigentlichen Kritiker, die auf diese Dinge hinweisen, wie eben skizziert, da nicht zu Wort kommen, sondern nur solche, die dann nochmal wiederholen, man müsste eigentlich noch viel härter mit denen umgehen, die Widerworte gegeben haben. Und da sitzen ja auch einige immer noch im Haft und haben ihren Beruf weggenommen bekommen und so weiter und so weiter. Also und werden auch immer noch verurteilt. Wenn man Amnestie fordert, dann für diese Leute und nicht für Lauterbach und Spahn. Also das war so ein bisschen. Ja gut, Herr Dehm. Also na gut, Herr Dehm. Also nun ist es ja so. Also zunächst einmal möchte ich eine ganz kurze Korrektur einbringen. Es ist keine mRNA, sondern es ist modRNA. Warum ist das so? Weil dieser Stoff, der in diesen Injektionen sich befunden hat, verändert worden ist. Es ist keine klassische mRNA. Das ist schon mal ganz wichtig. Ja. Da wurde das Uracil durch Pseudouridin ausgetauscht. Das ist aber nur am Rande. Das ist so ein wissenschaftliches Ding. Ja. Jetzt ist es so, also es ist für mich immer noch ein Thema und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie besonders gekränkt bin für das, was da passiert ist. Für diese ganzen Verbrechen, die in dieser Zeit passiert sind. Die Frage ist, und ich meine, das ist wirklich ein ganz großer Themenkomplex. Ne? Sie haben ja jetzt da was angesprochen, etwas, was eigentlich ganz wichtig ist, die Jurisprudenz, ja, die Judikative, die Gerichte, die Staatsanwälte, die tatsächlich Menschen auch nach wie vor immer noch verfolgen, die sie in Urhaft stecken haben, die sie verurteilen wollen oder die auch schon verurteilt worden sind, obwohl ja nun eigentlich mittlerweile auch für diejenigen, die von dieser Massenpsychose wirklich schwer mitgenommen worden sind, die diese Pandemie, will ich sie jetzt mal nennen, ja, also es ist ja wieder auch schon so ein Reizwort für viele, aber die diese Pandemie dann auch anheimgefallen sind, die das alles geglaubt haben, die jetzt eigentlich auch sehen müssten nach 4 Jahren, also jetzt 1,5 Jahre, wo das so ein bisschen abgeflacht ist und die Leute so ein bisschen auch rauskommen, freigelassen wurden, vielleicht auch mal andere Einflüsse bekommen haben, abseits der Medien, ne? Dass das da eben nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Und auch wie, ja, das machen wir schon auch sprachlos, ja. Also es fällt mir da auch wirklich schwer, die richtigen Worte zu finden. Mit welcher brachialen, gewaltvollen, psychischer Gewalt, Manipulation der Staat hier vorgegangen ist, um irgendwelche Interessen durchzusetzen. Also ja. Worauf ich hinaus will, ist, also das, ich glaube ehrlich gesagt, weil wir auch von Aufarbeitung jetzt gerade gesprochen haben, die wird so, solange die Täter, wie Sie das auch schon richtig gesagt haben, ja, diejenigen, die das verbockt haben, darüber entscheiden, ob das jetzt richtig war oder nicht, das ist keine Aufarbeitung. Ist es nicht. Das ist nichts anderes, als was jeder Nationalsozialist auch getan hätte, wenn die Amerikaner und die Russen die Nazis nicht besiegt hätten. Dann wären die ganzen Opfer des Holocaust auch unter den Teppich gekehrt worden. Das ist natürlich ein blöder Vergleich jetzt. Ne? Das stinkt immer, riecht immer so eklig, aber ja, das hat so ungefähr die Dimension. Kein Verbrecher will, dass seine Verbrechen aufgeklärt werden. Das ist eine Tatsache. Deswegen finde ich, haben wir da, glaube ich, vielleicht einen Punkt, wo wir mal drüber sprechen könnten, wie wir denn dahin kommen, zur Vernunft zurückkommen, zur Rechtsstaatlichkeit. Weil das ist ja in meinen Augen nicht gegeben. Damit habe ich dann auch erstmal fertig. Ich glaube, ich habe auch sehr viel gesagt dazu. War aber größtenteils deckungsgleich mit dem, was wir vorhin auch gesagt haben. Das Problem ist noch zusätzlich, um das mal die Brücke auch zu dem Rainer Grönert zu schlagen, dass ja in Talkshows immer alles zerplappert wird. Das heißt, du hast ein Problem oder sie haben ein Problem
was auch immer das sein mag. Das ist jetzt mal diese Aufarbeitung von Corona und das, was Paul Schreier, also Multipolar, aufgedeckt hat durch eine Klage aus den Files. Das war aber früher auch in anderen Themen. Also nehmen wir mal an, die ganze Hysterie bei dem Überfall der NATO auf Afghanistan, die ja nichts gebracht hat. Später sind dann mit irrsinnigen Kosten und Blutopfern die Bundeswehr und die USGIs abgezogen. Und dann gab es Aufarbeitung, wurde in Talkshows geredet. Es wurde nie über die Punkte geredet, wer hat sich dumm und dusselig verdient, wie BlackRock oder Rheinmetall an den Waffen, die da produziert und exportiert worden sind. Dieselbe Aufarbeitung hatten wir dann beim Irakkrieg. Dieselbe Aufarbeitung hatten wir in Libyen, als Libyen von der NATO überfallen wurde, zu einem Failed State wurde und dann die Durchgangsbasis für die ganze Migrationsbewegung und den IS gewesen ist, was auch miteinander kausal zusammenhängt. Gab es auch Talkshows, Talkshows über Talkshows. Aber die eigentlichen Punkte sind nicht angesprochen worden. Das heißt, Sie haben das Gefühl, da werden große Fliegenpatschen aufgebaut, mit denen man rumwedelt, viel diskutiert, viel redet, aber die entscheidenden Fragen wohlweislich außen vor lässt. Und das könnte jetzt auch bei der sogenannten Corona-Aufarbeitung wieder sein, dass dann die Herrn Lanz und Illner und Maischberger und Will oder dann auch die Mioska dann die Diskussionen führen, dann ihre Gäste einführen, wenn mal einer vielleicht mal eine kritische Frage stellen sollte. Wodak und Hab und Bhakti werden ja gar nicht erst eingeladen, obwohl über sie hergezogen wurde, immer in Abwesenheit von Böhmermann und Co. Also wenn dann einer mal eine kritische Frage stellt, dann fallen alle anderen über ihn her, unterbrechen ihn, er kommt nicht zu Wort und so weiter und so weiter. Und das ist ja das, was so widerlich ist. Das heißt, Sie merken die ganze Selbstgefälligkeit, die Selbstgerechtigkeit derer, die nicht in einer gewissen Demut sagen und sind. Da würde ich auch Verständnis haben, da würde ich auch mildernde Umstände gelten lassen. Wenn jemand so wie Gerd Schröder sagt, mein Beteiligung an dem Belgradkrieg, an dem Überfall auf Jugoslawien war ein Fehler, war völkerrechtswidrig, bei Hartz IV haben wir auch Fehler gemacht. Wenn man das mal selbstkritisch sagt, dann hat das schon einen ganz anderen Klang. Aber die von oben herab herrenreitermäßig vorgetragene Selbstgefälligkeit steht in keinem Verhältnis zu dem, was wir jetzt an wirtschaftlichen und medizinischen und gesundheitlichen Folgen dieser ganzen Prozesse haben. Und das ganz wenige gibt es, die da überhaupt reingelassen werden. Deswegen müssen wir in den alternativen Medien eben teilweise auch mal übers Ziel hinausschießen, etwas überdeutlich, manchmal auch etwas schreihälsig werden. Das passiert. Aber das ist meistens so, wenn man halt so in die Isolation gedrängt wird, obwohl man Recht hat und in weiten Bereichen auch eine Mehrheit hinter sich weiß. Also wenn ich hier in die Kneipe gehe, die würden alle, wenn ein Umfrageinstitut wie Infas oder Allensbach bei Ihnen anruft, sich nie wagen, deutlicher zu werden. Aber wenn Sie dann da sitzen und dann sagt der eine, ja, ich habe also da Rückenschmerzen, mein Arzt hat mir gesagt, das hängt eben auch mit der Impfung zusammen. Und dann stimmt Ihnen ein anderer zu und plötzlich merkst du, der ganze Tisch hat da seine Vorbehalte. Aber das kommt natürlich, trägt sich in die Medien genauso wenig rein wie in den Deutschen Bundestag. Diese Diskrepanz in diesem Land, man redet dann immer beschönigend, die Gesellschaft ist gespalten. Das ist nicht gespalten, sozusagen vertikal von oben nach unten, sondern das ist gespalten horizontal. Da sitzen unten welche und wagen nicht, ihre Meinung zu sagen. Und oben drohen welche, die immer wieder neu mit der Peitsche und immer wieder neu mit der Hexenverfolgung und immer wieder neu mit der Inquisition, dem Pranger, agieren. Im Notfall dann auch ihre Helfershelfer bei Facebook. Ja, und mit Staatsgewalt. Mit Staatsgewalt. Da sprechen wir ein ganz wichtiges Thema. Zensur halt. Ne? Diese ganzen Sachen. Feser, Demokratiezersetzungsgesetz möchte ich hier nochmal anführen. Ne? Ja. Und dann sagt die Frau noch, das ist jetzt, habe ich gerade im Rahmen eines Aufsatzes gefunden, den Satz, das ist jetzt ein paar Wochen her, sagt sie, wer den Staat verhöhnt, wird es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Und da spielen dann Staatskabarettisten mit und spielt auch teilweise YouTube mit Drosselung von Reichweiten und Facebook mit. Und das ist der starke Staat, der da, mit dem man da zu tun bekommt. Das ist ein Angriff auf die Kunstfreiheit, weil das ist die Aufgabe der zumindest Satirekunst oder der Karikaturisten oder der Kabarettisten, den Staat zu verhöhnen.
Das ist seine Aufgabe. Es ist nicht seine Aufgabe, die, den verlängerten Arm der Staatsorgane zu mimen, sondern es ist seine Aufgabe, gegen oben den Rüssel zu löcken. Und wenn man dann solche Sätze sagt wie die Frau Faeser, dann weiß man, diese Frau hat von Demokratie nichts, aber auch überhaupt nichts verstanden. Es ist eine absolute Fehlbesetzung. Die Wähler haben ihr ja in Hessen die Quittung gegeben, als sie da mit Pauken und Trompeten durchgefallen ist. Aber da dachte man halt in der Ampel, für so ein Monster haben wir noch Verwendung. Und dann darf sie weiter Innenministerin sein und mit dem Digital Act, der ja auch im Grunde aus Deutschland kommt und immer weiter auch die Freiheiten der alternativen Medien einschränken. Dahin geht das. Und ja, das ist ja das, was uns hier so wütend macht in unserem Mots auf Deutsch und aber auch Nachschlag, auch Roland Tichy übermorgen bei Streitbar wieder. Also was eben aber auch ganz viele, ich meine, Nachdenkseiten. Nur das ist halt, kann nicht ersetzen, dass der öffentliche Rundfunk einen Auftrag hat, kritisch zu berichten und diesen Auftrag gänzlich verfehlt, sondern jetzt sich sozusagen zu dem verwandelt, was er eigentlich mit der Gründung nicht sein durfte, nämlich ein Staatsfernsehen oder ein Staatsradio oder ein Staatsrundfunk. Arthur, gibt es eine weitere Wortmeldung, die ich vielleicht nicht sehe? Oder findest du eben? Ich sehe eine Meldung von Tukidides wieder. Du kannst gerne nochmal erwidern, wenn da Bedarf ist. Ja, genau. Ich möchte mal eine kurze Anekdote aus meinem Leben geben. Also die letzten 4 Jahre habe ich sehr viele Menschen, vor allem auch die letzten 3 Jahre, seitdem es die Twitter Spaces gibt, kennengelernt, aus verschiedensten Bundesländern. Ich bin in Norddeutschland geboren und aufgewachsen in den 80er Jahren. Und habe von dem Osten nicht viel mitbekommen. Und von den Erzählungen, sei es damals von René und Robert Göbel, ja, das sind in den 90ern sind die nach Flensburg gekommen, die kamen aus Schwerin, die fanden das damals schon irgendwie auch nicht so toll, also zumindest von die Eltern, ja. Deswegen sind sie auch direkt nach der Wende weg. Ja, waren sie dann 1990, 91 waren die dann da oben. Und so die ganzen Menschen, die ich aus dem Osten kennengelernt habe, in meinem bisherigen Leben, die haben mir zum Großteil, das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung, eigentlich genau die Zustände beschrieben, die ich in meiner Wahrnehmung heute von der Vereinten Bundesrepublik Deutschland eben auch wahrnehme. Wir haben wieder einen Zustand hier, der... Ja, also totalitär, ich glaube, ist schon auch das richtige Wort. Ganz kleinen Moment, bitte. Kleinen Moment, bitte. Jetzt nicht. Ist nicht da. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. So, Verzeihung. Okay. Ja, Verzeihung für die Störung. Also wir haben jetzt wieder einen Zustand, wo gerade im Westen, ja, im Wiedervereinten Deutschland, wo wir wieder solche Auswüchse haben. Und eine konkrete Frage habe ich noch an Sie, Herr Dehm. Ich kenne die Faeser nicht persönlich. Ich habe auch ihre politische Arbeit, ihren politischen Werdegang nicht verfolgt. Und ich frage mich, ob sie in Westdeutschland oder in Ostdeutschland sozialisiert ist. Eindeutig in Westdeutschland, zwar in Hessen, in meinem Heimatland. Okay. Ja, das ist sehr spannend. Ne? Das wirft bei mir tatsächlich Fragen auf. Okay, damit bin ich dann auch fertig. Ja, deswegen will ich nur mal sagen, das ist ja auch immer so ein Platzargument gewesen. Der Osten ist diktaturanfällig, deswegen wählen sie AfD und das ganze Gerede und deswegen haben sie so lange PDS gewählt und so lange Linkspartei gewählt. Das hat sich ja jetzt verschoben, weil sie so diktaturanfällig sind, weil sie Nostalgiker oder Ostalgiker sind und dann erlebst du halt im Westen genau das Gleiche. Ich meine, das ist einfach Spießertum, und zwar nicht nur deutsches Spießertum und Duckmäuserei und Untertanengeist, der ist nicht auf Osten oder West, der hat nur andere Formen, andere Sozialisationen, andere Kulturausdrücke. Aber dass Menschen einen Arsch in der Hose haben und sich gegen den Machtkomplex auch erheben und dann nach Mitstreiterinnen und Mitstreitern suchen, das ist immer eine gewisse Kostbarkeit. Deswegen habe ich immer gesagt, die wir kritisch sind,
in Sachen Corona und Corona-Aufarbeitung, die wir kritisch sind in Sachen NATO-Vormarsch an die russische Grenze, die wir kritisch sind bei der Verschärfung der wirtschaftlichen Konflikte und dann auch Boykottandrohungen mit China, die wir kritisch sind, was die Machtfülle von Netanyahu und seinem Minister Ben-Gvir oder seinem Minister Smotrich, die sich beide ja rühmen, Faschisten zu sein. Also der eine sagt, ich bin homophober Faschist, der andere sagt, ich bin natürlich für Völkervertreibung bei den Palästinensern, die wir also kritisch sind da, die müssen auch kritisch werden gegen diejenigen, die Löhne drücken und dann auch solidarisch sein, wenn Bauern auf die Straße gehen oder wenn Verdi auf die Straße geht oder wenn die Lokomotivführer streiken und da nicht dann gleich wieder sagen, ja, das sind ja auch die, der Team, dann genau den Sprech der herrschenden Medien übernehmen, sondern man sollte generell diesen herrschenden Medien mit ihren Kernbotschaften skeptisch, argwöhnisch, nachdenklich gegenüberstehen und anders herum gucken, dass sich möglichst der Widerstand vernetzt. Wenn man da Ausnahmen macht und sagt, ja, deswegen freue ich mich ja, dass auch Paul Brandenburg, der ja von dieser ganzen Corona-Kritik kommt, jetzt allmählich sich auch öffnet, wie wir vorhin im Gespräch gemerkt haben, meinen marxistischen Positionen und sagt, ja, da gibt es ja punktuelle Übereinstimmungen. Es sind diese punktuellen Übereinstimmungen. Die müssen nicht flächendeckend sein. Das reicht, wenn die punktuell sind, die es irgendwann mal auch möglich machen, dass über verschiedene Fronten hinweg Menschen zueinander kommen. Denn nur wenn sie zueinander kommen, wird der Druck auf die zunehmen, die die eigentliche Corona-Aufarbeitung verweigern und verdunkeln. Und die, die auch wahrscheinlich immer verdunkeln wollen, welche Heidengewinne und Aktiensprünge Rheinmetall hat mit jeder Verschärfung irgendeines Konflikts, sei er jetzt in Gaza, wo sie Merkava-Panzer hinliefern, oder sei es in der Ukraine, wo es mit Leopard-Panzern passiert und mit Drohnen passiert, wo glücklicherweise bislang noch Scholz den Taurus abgelehnt hat. Aber das muss man zusammenbringen. Wenn man diese verschiedenen Fronten nebeneinander hergehen lässt und dann noch sich miteinander streiten lässt, dann werden die alle einzeln abgemurkst. Und nur wenn sie eben ein bisschen Arm in Arm kommen und wissen, wir haben da auch Unterschiede in der Einschätzung. Das habe ich ja mit Paul auch vorhin ausgetragen, haben wir bei jedem Nachschlag. Aber trotz der Unterschiede haben wir eine Gemeinsamkeit, was unseren Argwohn gegen die Mainstream-Botschaften anbetrifft und was unsere Bereitschaft mit den Unteren, mit denen, die nichts zu lachen haben, solidarisch zu sein anbetrifft. Das ist eigentlich immer die Botschaft, die wir hier ja verkünden können. Auf der Straße müssen sie zusammenkommen, denn der eigentliche Widerstand findet nicht im Netz statt, auch nicht über unser Modes auf Deutsch oder demzufolge oder auf Nachschlag oder auf Dienstag jetzt wieder bei Streitbar von Tichy, sondern der eigentliche Widerstand sind dann die Menschen, die auch gemeinsam auf der Straße stehen. Ich fand es jedenfalls toll, dass die Bauern auf der Straße waren. Ich hoffe, dass sie wieder auf die Straße gehen, weil das sind auch Menschen, die von ihrer Arbeit leben. Und ich meine jetzt nicht diese riesen landwirtschaftlichen Konzerne da, sondern ich meine wirklich die mittelständischen Bauern, die ich hier in meinem Dorf, wo wir vorhin ja ein bisschen Eindruck gewonnen haben, wie das in meinem Hof, Bauernhof aussieht, wo eben dann wirklich diese Leute auch hart um ihr Dasein ringen müssen. Wenn die zusammenkommen, nur dann haben wir einen Hauch von Chance. Hat sich, lieber Arthur, jetzt noch jemand gemeldet? Gibt es im Chat noch irgendwas, was vorgelesen werden sollte? Arthur? Ah ja, du bist, scheinst wieder irgendwie... Arthur? Du bist jetzt nur zu, jetzt bist du wieder Sprecher. Du kannst was sagen. Arthur, ich versuche jetzt, dich wieder hier da reinzunehmen. Kann man mich wieder hören? Hallo? Ja, jetzt hören wir dich. Prima.
Ja, Dieter, genau, jetzt bin ich wieder Co-Host. Es gab ein technisches Problem. Jetzt geht's wieder. Genau, vielleicht deswegen auch nochmal unseren Modes Twitter-Kanal hier auch nochmal zum Co-Host machen für alle Fälle. Wir haben einen weiteren Sprecher. Davor würde ich nochmal fragen, sollen wir jetzt zum Thema Scholz-China-Besuch übergehen oder erstmal spontan weitermachen? Ja, das hängt von den Zuhörern ab. Also wir haben ja im Grunde heute eine Menge Themen. Wir haben vorhin habe ich die These in den Raum gestellt, dass die Israelis mit dem Angriff auf die iranische Botschaft, mit der Zerstörung und der Ermordung von Leuten versucht haben, die Amerikaner in einen Krieg reinzuzerren, weil das Netanyahu-Regime wahrscheinlich nicht mehr wiedergewählt wird und weiß, nur mit einer Ausweitung des Krieges können sie vielleicht noch länger im Amt bleiben oder sich dann auch wieder neue Potenziale bei den Wählern erschließen. Also es ist ein ganz mieses Spiel, ganz zynisches, menschenverachtendes Spiel, was da getrieben wird, dass die Reaktion der Iraner nach unserer überwiegenden Auffassung maßvoll war, aber eben nicht ein, wo jetzt Frau Baerbock warnt, ein selbstgewählter und plötzlich aus dem Nullpunkt entstandener Angriff des Iran auf Israel gewesen ist, mit den, was weiß ich, 200 oder 300 Drohnen und Raketen, die da wohl nur zu einem geringen Teil ein Ziel gefunden haben, zu einem sehr geringen Teil. Und dann auch der iranische Staatsführer da, mit dem ich jetzt keine sonderlichen Sympathien habe, aber wo ich immer sehe, der ist jedenfalls bedächtiger als manche anderen in der israelischen Regierung, gesagt hat, das soll jetzt auch der Abschluss sein, und das kann jetzt das Ende sein, während wohl in Israel noch darüber nachgedacht wird, wie man die Amis doch noch da in den Krieg reinkriegen kann, was die wahrscheinlich tunlichst angesichts ihres Wahlkampfs vermeiden werden. Das war das Thema Iran. Dann haben wir ausgiebig über Gerd Schröder gesprochen. Das scheint jetzt hier nicht so von Interesse unserer Zuschauer. Also wir haben zwei neue Sprecher tatsächlich, Werner und Konrad. Meldet euch gerne, gebt ein Signal, wenn ihr China will ich natürlich ansprechen, also der Besuch von Scholz jetzt, er ist ja gestern nach China geflogen, du hast dich ja sehr mit befasst. Und wenn die beiden Sprecher jetzt dran waren, Arthur, kannst du ja dich schon mal vorbereiten, darauf was zu dem China-Besuch zu sagen. Du hast ja da mit André Hunko auch ein Gespräch, ein Interview gehabt, was wir vielleicht auch dann die nächsten Tage bei uns, bei meinem YouTube-Kanal einstellen wollen. Aber erstmal die ich beiden. Kann mich gerade nicht melden, weil ich in einer Hand den Beutel habe und in der anderen. Ja, sprich ruhig. Gerne, danke. Ja, die Themen vorhin, die haben mich interessiert. Ich habe leider zu spät eingeschaltet. Da würde ich gern was zu sagen. Ansonsten ein maßvolles Zurückbomben oder was weiß ich. Halte ich für schwierig, halte ich auch für den falschen Weg. Bei Israel hilft kein Gegenbomben und hilft kein Gegenkämpfen, sondern da hilft konsequenter Friede. Und ein konsequentes Durchsetzen ist möglich, wenn man konsequenten Frieden zeigt. Ansonsten wird Israel, denke ich mal, die Vorherrschaft behalten. Ganz kurz nur in drei Stichworten zu dem, was vorhin gesagt wurde, meine Meinung. Ich hatte mal wieder einen entspannten Tag gestern, heute hier am Wasser. Ich höre gerne Radio München. Die haben sehr eindrucksvoll gezeigt, wie die Medien, die Tagesschau vor allen Dingen, regelrecht die Vorherrschaft übernommen hatte, auch eine Meinungsvorherrschaft, woher auch immer das kommt, in Zeiten von Corona. Solche Medien wie Radio München halte ich für dringend notwendig für, ich sag mal, das, was ich öffentlich-rechtlichen Rundfunk nennen würde. Wir haben eine ganz klare Ausgrenzung anderer Meinung, eine absolute Eingleisigkeit in den Diskussionen, auch wenn man heute so tut, als wenn es das nicht gäbe. Unsere Medien sind eigentlich so schmalgleisig und kaputt. Das kann man sich nicht vorstellen. Hm. Moment. Sie können ja im Moment warten, dann nochmal sich melden. Es ist okay. Dann war eins interessant, bevor es gab einen Rückblick und auch Rückschau bei diesem eben Radio München mit ein paar interessanten Fakten. Das sollte man einfach nochmal sich gehen lassen. Bevor das RKI seine Meinung änderte, dass diese angebliche Pandemie irgendwie kritisch wäre oder gefährlich wäre,
kam es zuerst von der Tagesschau. Anschließend aus Regierungskreisen offensichtlich, also aus höheren Kreisen, Anordnung Richtung RKI. Also wissenschaftlich begleitet und fundiert war da nichts. Es war irgendwie über den Weg der Medien. Und wenn wir die Medien nicht wieder dahin kriegen, dass die vielfältig werden und bunt werden und dass innerhalb der Medien schon ein Gegensatz entsteht, dass man sich um Inhalte streiten muss, dann schaffen wir es nicht, den Weg hin zu einem zu einer wirklichen echten Demokratie zurückzukriegen. So, genau. Und der dritte und letzte Punkt. Proteste wie die Bauernproteste. Da gibt es zu viel, was daran erinnert, wie Proteste in Corona-Zeiten regelrecht zerstört wurden. Durch irgendwelche fremden Organe und Truppen, die zufällig dabei waren. Zufällig, dass ZDF dabei war. Und auf die nachher der Blick gelenkt wurde. Es wird immer der Blick irgendwie weggelenkt. Medien spielen da ein Spiel gegen die Demonstranten, gegen das, was das Volk bewegt. Eigentlich sind die Medien demokratisch völlig kontraproduktiv, so wie sie im Moment aufgestellt sind. Wir brauchen wirklich wieder Medien, die vom und für das Volk sind. Dankeschön. Kann man nur zustimmen. Wer ist der nächste Sprecher, Arthur? Ja, wir haben grundsätzlich Werner noch als Sprecher. Er kann sich dann ja gerne melden, wenn ein Beitrag genau Werner, Rede kannst du dich, Werner, kannst du dich anmuten? Anmuten? Also ist keine Pflicht, vielleicht. Nein, er hat aber eine Meldung, oder? Nein, er ist nur als. Okay. Alles gut, ich moderiere das, kein Stress. Okay. Er ist nur als Sprecher eingetragen, hat sich noch nicht gemeldet, kann er ja gerne machen bei Bedarf. Ja. Wir können ja einfach weitermachen. Mhm. Das letzte Live-Gespräch, Interview, was du gerade hattest mit Paul Brandenburg, war ja sehr interessant. Es ging ja erstmal auch ziemlich detailliert um die Corona-Thematik. Paul ist ja auch vom Fach als Arzt. Und dann seid ihr ja fast organisch rübergegangen in ein ja quasi volkswirtschaftliches Thema. Also im Grunde habt ihr, um es kompakt zu sagen, habt ihr auf die offensichtliche Deindustrialisierung und ja den Abstieg Deutschlands gerade auch wirtschaftlich hingewiesen. Ja, du hast ja lustigerweise dann Paul sogar als Genossen angesprochen. Da war ja bei der Analyse einiges sehr ähnlich, auch wenn er sich selber als Liberaler sieht. In dem Zusammenhang möchte ich den Scholz-Besuch jetzt in China ansprechen. Ich glaube, Dieter, wir wollen ja dem Bundeskanzler nicht unterstellen, dass er aus Überzeugung vernünftige Politik betreiben will, aber es scheint zu mir sehr stark auszusehen, dass sehr starke Sachzwänge bestehen. Vielleicht auch Druck aus der Wirtschaft, vage formuliert, der ihn zumindest dazu gezwungen hat, einen solchen Besuch mit sehr hochrangigen Wirtschaftsvertretern nach China zu unternehmen. Ich werde jetzt einen Link zu einem kritischen Artikel der Wirtschaftswoche jetzt zu diesem Besuch hier reinposten. Du könntest ja währenddessen deine Einschätzung dieses Vorgehens geben. Ja, wir hatten ja auch unseren Bijan in China an verschiedenen Stellen und er hat ja auch dort über den Fortschritt, übrigens auch darüber, dass der Eindruck, der hier vermittelt wird, China sei ein so unfreies Land, die Leute ständig eingesperrt und geknechtet, den Eindruck hat er, glaube ich, relativiert mit Fakten damals, als er dort live aus China für Moz berichtet hat. Wir haben ja das auch schon gesehen, dass auch hier eine Riesenpropagandawelle immer wieder entfacht wird, was so dann den Eindruck erweckt, das sei also noch China während der Kulturrevolution oder China in ganz früheren Zeiten. Das ist ein ganz anderes Konzept geworden. Auch wenn da jetzt die Zuwachsraten der Wirtschaft zurückgegangen sind, sind sie noch erheblich höher als hier im Land. Und können sich mit denen der USA gut messen. Also da ist, glaube ich, ein gewisser Druck, dass Scholz da hinfährt, um gut Wetter bittet, auch für Ex- und Importe. Wobei es ja da im Wesentlichen um die Exporte erstmal geht, aber wir sind ja auch verschiedenen Fragen. Wir waren auch damals bei der Maskenlieferung. Da sagte dann irgendwann der Jens Spahn, ja, ich habe eine tolle Botschaft.
für euch. In 14 Tagen macht sich der erste Zug in China mit Masken auf den Weg nach Deutschland, nachdem sie erst gesagt haben, Masken taugen gar nichts. Das hat er auch Spahn gesagt. Und dann plötzlich, als sie dann entdeckt haben, Masken seien irgendwie da so ein Strohhalm, an den man sich klammern kann und dann auch ein CDU-Bundestagsabgeordnete ihre Geschäftchen mit eigenen Firmen mit Masken gemacht hatten. Dann war es plötzlich China, was die Masken etwas zu lange aufgehalten hat und dann aber segensreicherweise geliefert hat. Also Schwamm drüber, jedenfalls sind natürlich auch Importe aus China, das wissen wir alle, wenn wir irgendein Haushaltsgerät haben, ich glaube, fast jedes hat irgendwie einen asiatischen Stempel und es ist ja auch schlecht, dass das eben nicht in Deutschland hergestellt wird. Auch alles, was wir ums Handy rum haben, wird ja da in Asien produziert. Da hat der Scholz einen gewissen Druck, dass da Irritationen unterbleiben und schon kommt ja durch der gute Vorschlag von was weiß ich, welchen großartigen Baerbox und Co. doch bitte auch die kritischen Themen und die Menschenrechte der Uiguren anzusprechen. Und ihr habt ja da, Arthur, auch mit dem André ein Gespräch gehabt. Du kannst ja dann auch gleich nochmal sagen, was in Bezug auf Uiguren und Co. Da die Quintessenz war, weil das wird ja hier auch immer wie eine Monstranz vor sich hergetragen. Die Menschenrechte der Uiguren werden verletzt. Und dabei sind es ja auch zum Teil wirklich echte islamistische Terroristen, die da unter den Uiguren rumhüpfen. Und das wird dann nirgends gesagt, weil Islamisten werden immer danach bemessen, nützen sie dem Westen oder schaden sie dem Westen. Und wenn sie ihnen nützen, solange auch die Islamisten in Afghanistan oder ja, dann auch in Indonesien auch gegen das relativ weltliche Regime von Gaddafi in Libyen oder das ganz weltliche Regime in Syrien dann eben von Islamisten angegriffen wird, dann sind die Islamisten plötzlich alles Menschenrechtler und Freiheitskämpfer. Und dann, wenn sie irgendwie die blutenden Köpfe hochhalten, die sie mit der Machete abgesäbelt haben, dann ist das Bedauern groß, also sind die wirklich Krokodilstränen, die dann geheult werden. Und die Uiguren, das ist eben auch sehr differenziert zu sehen. Sicherlich ist die Mehrheit der Uiguren rechtschaffende Bürger und die werden auch, glaube ich, gar nicht so drangsaliert, wie das hier dargestellt wird. Aber da gibt es eben auch ein paar schräge Vögel drunter und das sollte man genauso differenziert betrachten. Alles das findet ja im Öffentlich-Rechtlichen als Differenzierung nicht statt, sonst wird über einen Kamm geschert und drauf gedroschen. Ich weiß jetzt nicht, wer sich noch gemeldet hat, aber in jedem Falle, Arthur, kannst du ja dann auch noch mal was zu dem Gespräch mit André Hunko sagen. Ja, es ist interessant, dass du die Maskenpanik damals erwähnt hast. Ich glaube, alle hier im Space werden sich daran noch so gut erinnern, wie an die Toilettenpapierpanik zu der Zeit ungefähr. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass es damals ja auch diesen kuriosen Vorgang gab, wo die USA unter Trump ja faktisch piratenmäßig Container abgefangen haben, fast schon auf dem offenen Meer, die für EU-Länder bestimmt waren. Sollte man auch nicht vergessen. Ansonsten wollte ich noch mal auf den doch interessanten Punkt eingehen. Wir haben ja die glorreiche Ampel hier an der Regierung und dazu gehören auch die Grünen, die im Grunde zu den so ziemlich allerschärfsten, abgedrehtesten ja, Anti-China-Hetzern gegen Russland ebenfalls natürlich gehören in diesem Lande. Nichtsdestotrotz, Scholz scheint da eine andere Linie zu fahren. Ich will nochmal ja, nachfragen, ob es sozusagen ja, persönliche gute Überzeugungen von Scholz sind oder ob es eher darum geht, dass wir in Deutschland ja einen offensichtlichen massiven Abstieg wirtschaftlich beobachten. Ich meine, kulturell und anderen Bereichen ja auch oder was Meinungsfreiheit betrifft. Was hat denn der André Hunko im Gespräch mit dir dazu gesagt? Ähnlich die Einschätzung, also es gab mehrere Aspekte, dass es da halt auch einfach um ganz harte wirtschaftliche Fakten geht, um Sachzwänge. Wie ich gerade ausführen wollte, wenn es überall bergab geht, wenn die Energieversorgung hier vor der Nase weggesprengt wird, dann umso stärker scheint sich einige Kreise zumindest
bei uns einflussreiche Kreise an China zu klammern. Ich meine, die Prognosen kennst du ja auch, was den Wirtschaftswachstum oder das Antiwachstum in Deutschland betrifft und im Gegensatz den immer weiteren Aufstieg Chinas wirtschaftlich, die neue Seidenstraße als Stichwort ebenfalls. Nichtsdestotrotz, wie ist deine Einschätzung? Denkst du, dass dieser noch relativ vernünftig aussehende Kurs von Scholz bezüglich China weitergehen wird? Denn wir haben ja zugleich die USA, die da eher, also in Teilen zumindest, auf Konfrontation zu setzen scheinen beim Thema Taiwan. Wie ist da die Einschätzung und auch was die Rolle der Grünen in der Ampelkoalition betreffen wird? Ja, meine Einschätzung ist ja sehr differenziert. Also ich mache wenig Illusionen in Bezug in Deutschland, in Bezug auf Friedrich Merz, weil ich glaube, dass der mit seinem BlackRock-Kurs viel schärfer und auch kolonialistischer agieren wird, als Scholz das bei aller Kritik, die wir natürlich haben, vertritt. Ich habe das aber auch in Bezug auf die USA gesagt. Das ist eine ganz komplizierte Sache. Auf der einen Seite sagt Trump, den Ukraine-Krieg kriegen wir in 0,0 Sekunden oder Minuten oder Stunden beendet, wenn ich nur Präsident bin. Kann ich mir sogar vorstellen. Auf der anderen Seite ist er der Schärfste in Sachen China und war der Schärfste. Und er ist auch der zionistischste Kandidat in den USA von all den Kandidaten, die da angetreten waren, weil er der am meisten gegen Iran und am meisten für die israelische Regierung da agiert hat. Also da soll man sich jetzt nicht zu viele Illusionen machen, dass der Weltfrieden dann gesichert ist. Immerhin, das muss man sagen, hat wahrscheinlich jetzt Biden Punkte gemacht, als er sagte, wir wollen unter Umständen von der Strafverfolgung von Julian Assange absehen und jetzt auch zur Besonnenheit nach den Scharmützeln da zwischen Iran und Israel aufgerufen hat. Das hat ihm, glaube ich, Sympathien gebracht und möglicherweise Trump-Sympathien gekostet. Ich bin da also sehr differenziert in der Einschätzung. Ich glaube, dass wir eben eine viel stärkere Vernetzung im eigenen Land brauchen. Ich habe das vorhin ausgeführt mit den sozialen Protesten und den Corona-Protesten und den Protesten in Sachen Krieg, NATO und Aufrüstung, wo ja auch die Bauern drunter leiden unter diesen Geldern, die da in die Rüstung fließen und woran sich Rheinmetall da dumm und dusselig verdient, sondern dass wir auch diese Vernetzung sehen müssen, die sich mit den BRICS-Staaten auftut, also mit Staaten, die ganz unterschiedlich gestrickt sind. Da ist die chinesische Regierung genauso bei wie die etwas unappetitliche indische Regierung, aber die auch dem Dollar jetzt kritisch gegenüberstehen oder auch anderen Regierungen, die auch ganz anders gestrickt sind als die Chinesen, aber eben sagen, Pentagon und Dollar sollen nicht mehr die allein Seligmachenden in dieser Welt sein. Und so ungefähr ist es auch mit der amerikanischen Friedensbewegung. Das ist unser engster Bündnispartner. Also unser Bündnispartner ist nicht Trump und nicht Biden. Das müssen wir zum Glück auch hier gar nicht in Deutschland entscheiden und müssen auch da gar nicht wählen. Aber wir haben uns an die amerikanische Friedensbewegung zu halten, die im Übrigen viel weniger eingeschüchtert ist als die deutsche Friedensbewegung. Also in Deutschland tritt jetzt seit der Demo mit Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer im letzten Februar letzten Jahres die Friedensbewegung bei 50.000 auf der Stelle. 50.000 haben auch die Ostermärsche nicht überschritten. Da gibt es diese Denkblockaden, da gibt es diese Kontaktsperren, da gibt es die ständigen Rufe, keine AfD-Sympathisanten bei Friedensdemos zuzulassen. Und das finde ich alles völlig borniert und engt auch ein und schürt auch weiter die Angst untereinander. Und deswegen auch deswegen tritt die Friedensbewegung auf der Stelle. Die US-Friedensbewegung ist da weiter. Also alles, was wir da mitbekommen, das sind größere Demos, das sind breitere Demos. Und die gehen auch wirklich vom Biden-Lager ins Trump-Lager. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende dabei, dass wir unsere Bündnispartner auch kennen. Also wie gesagt, ein zu starkes Vertrauen auf Trump halte ich jetzt unter denen, die den Ukraine-Krieg möglichst schnell beendet haben wollen,
für übertrieben, weil er dann möglicherweise nur das Geld der Rüstung und der Armee einspart in Bezug auf Ukraine, wo ja Bill Gates eine Menge Land schon gekauft hat und der Sohn von Biden, auch der Chef von dem ukrainischen Gaskonzern, war, ich glaube auch noch ist und so. Aber auf der anderen Seite wird Trump dann eben mehr gegen China und Iran tun. Also unser Partner ist da nicht irgendein Präsidentschaftskandidat, sondern unser Partner ist die Friedensbewegung in den USA und ich glaube auch die Menschen, die in den Ländern, auch in den BRICS-Staaten, sagen, das mag ja prima sein, wenn Erdogan zur Aussöhnung aufruft in zwischen Russen und Ukrainern und da auch ja ein Gespräch vermittelt hat, was auch zu einem unterschriftsfähigen Dokument geführt hat, was dann von dem britischen Regierungschef kaputt gemacht wurde, der dann extra ins Flugzeug ging und den Zelensky besucht hat, um den da auf wieder den Pfad der NATO-Tugend zurückzuführen. Das alles hat es ja gegeben, aber im Inland ist natürlich Erdogan eine Pest. Und viele von denen, die als BRICS-Staaten auch fortschrittliche Positionen gegen die USA und das Pentagon und den Dollar, auch als Zahlungsmittel im Ölgeschäft, vortragen, machen inländisch eine Unterdrückung von vielen Bevölkerungsgruppen. Und da ist die Solidarität erst einmal mit den Menschen, die unterdrückt und ausgebeutet werden, das Primäre. Natürlich würde ich mich freuen, wenn Konstellationen erfolgen, in denen der Ukraine-Krieg unter Gaza, Krieg durch einen Waffenstillstand eingefroren würden, wie das Mützenich im Bundestag gesagt hat. Das ist das, was im Moment erkämpft werden muss, aber das kommt nur von unten. Das kommt nicht so sehr, glaube ich, von den beiden Parteispitzen der Democratic Party und der Republican Party, die ja beide an der Wall Street und an den Börsengeschäften gleichermaßen hängen, nur eben an unterschiedlichen Konzernen dranhängen. Das muss man eben immer sehen. Also ich glaube, diese Differenzierung, die ein bisschen auch desillusioniert und ein bisschen Euphorie rausnimmt, was jetzt Trump anbetrifft, sollte man dabei bedenken, gleichwohl wird das, was Scholz tut oder was die Bundesregierung tut, natürlich auch irgendwie abhängen von dem, was in den USA bei den Präsidentschaftswahlen rauskommt. Natürlich auch von dem, was aus der Europawahl rauskommt, auch aus dem, was aus der Thüringenwahl, aus der Sachsenwahl am 1. September rauskommt. Auch das wird Einfluss drauf haben. Aber selbstständig eine Stimme sein und selbstständig Mitbestimmung können wir nur, wenn wir selber auf der Straße sind und eben auch mal aus den USA von der Friedensbewegung Leute hierher einladen und hier sprechen lassen. Und wenn wir sie nicht einladen und rüberfliegen wollen, dann wenigstens per Zoom oder per anderen Plattformen dann eben eine Vernetzung herstellen. Also die Vernetzung ist das A und O. Das ist das Entscheidende, dass nicht jeder alleine kämpft in seinem Thema, Corona, Ukraine, China, Gaza, sondern oder auch dann sich dagegen wehrt, dass dieser Palästina Kongress da von der Polizei beendet wurde. Also das ist ja wirklich schlimmer, als man sich das in China vorstellen kann, was da passiert ist, finde ich. Das ist auch meine Solidarität. Da will jemand sprechen über Zoom und dann wird das beendet. Das ist ja unerträglich gewesen. Aber das Entscheidende ist, dass das sich vernetzt und nicht jeder sein eigenes Ding macht, sondern eben auch mit vielem Unwohlsein, weil da nicht immer vollkommene Deckungsgleichheit ist mit dem anderen, aber in den Punkten gemeinsam offen zu sein für die Anliegen der anderen. Das ist eine wichtige Sache, die wir in uns, mit uns und dann später zu einem gemeinsamen Widerstand auf die Straße tragen müssen. Weshalb wir am 1. September, also am Antikriegstag in München, versuchen gerade eine breiter aufgestellte Demo hinzubekommen. Da ist ja der Jens Fischer-Rodrian, der Musiker, mit dabei. Und wir haben, wie gesagt, ja auch jetzt dieses Gaza-Lied mit Dieter Hallervorden in der Arbeit, was in den nächsten Tagen erscheinen wird, wo ich hoffe, einen guten Text geschrieben zu haben und wo Jens eine wunderbare Musik gemacht hat und Axel Martin ein tolles Video dazu. Also dass wir solche künstlerischen Dinge auch mit vernetzen. Deswegen Rainer Krönert heute in der Sendung,
Kabarettisten, es sind nicht mehr viele, die bereit sind, den Stachel zu löcken gegen die Macht, aber dann eben die gewerkschaftlichen, die zivilrechtlichen, die menschenrechtlichen Aktivitäten, die wir haben bei der Corona-Kritik, zu verbinden mit den sozialen Protesten und über den großen Teich zu gucken, was passiert in den USA, was passiert in anderen Ländern als Widerstand. Demokratie kommt nur von unten. Ja, bevor wir nochmal eine Wortmeldung von Konrad haben, nochmal zurück auf die Bahn des Themas China-Besuch von Scholz. Die erste Station des Besuchs ist ja die Riesenmetropole Chongqing. Gilt je nach Definition als größte Stadt der Welt mit über 30 Millionen Einwohnern. Wir haben hier im Space jetzt auch eine Person, Bijan, der selber persönlich vor Ort war und uns damals ein Live-Interview dazu gegeben hat. Wenn das bei dir jetzt technisch klappt, Bijan, willst du deine Einschätzung geben zu der Thematik? Danke, Arthur, sehr gerne. Also du erinnerst dich, vielleicht erinnern sich andere Zuschauer. Shenzhen mich zugeschaltet haben, man dort eben ja, also rasanten technischen Fortschritt sehen konnte ich Holz, aber auch die Wirtschaftsdelegation ja, beeindrucken, weil wir waren seit Corona nicht mehr in China. Dort in diesem Land passiert. Bijan, du hast, glaube ich, technische Probleme gerade. Bijan, du hast ein technisches Problem, das ist immer abgehackt. Also du musst dir einen besseren Empfangsort suchen. Dann will ich mich. Ja, melde dich gleich nochmal, du bist faktisch nicht zu hören und dann könnte jetzt Konrad sprechen. Ja, danke. Ja, Dieter, das war ein langer Take von dir. Ich denke, da gibt es einen wesentlichen Punkt. Wenn wir auf die Straße gehen und wir verknüpfen uns und vernetzen uns rein an den Fachthemen und an den Interessen über die Grenzen hinweg, passiert wieder Folgendes. Es wird in irgendeine Richtung wird fokussiert, es wird Kontaktschuld hergestellt. Die Medien arbeiten gegen die Demokratie, weil die Medien kümmert es nicht, warum sind die Menschen auf der Straße und die diskutieren dann nicht die Sachthemen, die die Menschen bewegen, sondern die Medien versuchen immer wieder dann zu fokussieren, die gehen mit denen auf die Straße, das geht gar nicht und so weiter. Mhm. Wir müssen dieses antidemokratische Wesen, was in unseren Medien herrscht, müssen wir dringend überwinden und da müssen wir den Fokus drauf richten. Ich meine, natürlich müssen wir auf die Straße gehen und müssen auch weitermachen und die gerade jetzt weitermachen und uns davon nicht beeindrucken lassen. Aber gleichzeitig, das muss dringend im Auge gehalten werden. Das andere Ding ist, ja, wir brauchen Kontakt mit China und mit allen Großmächten. Und ich hoffe, dass uns nicht wieder irgendwie sowas wie eine Pipeline gesprengt wird oder andere Dinge in den Weg gelegt werden. Andererseits gehe ich mittlerweile davon aus, dass die USA erreicht haben im Ukraine-Krieg, was sie vielleicht erreichen mussten. Danke. Ja, das ist völlig richtig, was du sagst. Nur weißt du, dass die Medien müssen wir überwinden. Ist natürlich ein frommer Wunsch. Die kannst du ja nur überwinden, wenn du weißt wie. Weil ich meine, in die Chefredaktion, Intendanzen bei ZDF und ARD oder auch bei den Springer-Medien oder bei den RTL-Medien kommst du ja so ohne weiteres nicht rein. Da wird das erstmal weiter so getrieben werden. Du musst halt manchmal standhaft sein auf der Straße, wenn du da eine Friedensdemo hast und wenn dann eben Leute kommen, die auch möglicherweise mal im persönlichen Gespräch dann sagen, dass sie beim letzten Mal AfD gewählt haben, da nicht gleich wieder Nazis rauszubrüllen, weil das ist genau das, was dann die Medien sofort in die Kamera fassen und ich würde dann ihnen gemeinsam auch zeigen, nee, also ich sage das mal ganz bewusst, wenn über Rechte hergefallen wird, ohne dass da wirkliche Beweise vorliegen. Da ist ja vieles bei Potsdam Gate fake gewesen. Ich weiß auch nicht, ob bei dem Bistron, den man jetzt da vorhält, er hätte russisches Geld bekommen, weil er da einem alternativen Sender was gesagt hat. Viele von uns haben mit RT Deutschland auch irgendwie schon Interviews gemacht, ich auch. Und dann wird mir einfach gesagt, ich hätte da was, weiß ich, Rubel oder sonst was bekommen. Ich habe dadurch nie irgendeinen Cent oder einen Rubel gekriegt bei den Interviews. Das ist unbewiesen. Dann muss auch mal von links, auch vom BSW,
auch von anderen gesagt werden, halt, so geht's nicht. Und wenn umgekehrt Leute vom BSW diffamiert werden, dann erwarte ich auch mal von jemand, der sich irgendwie der AfD zurechnet, aber auf dem Boden des Grundgesetzes agiert, dass er auch sagt, halt, so geht's nicht. Also es braucht eine gewisse ein Minimalkonsens in der Abwehr von Leuten wie Nancy Faeser und Co. Das muss es geben. Das ist zwar hart und da werden manche Linke jetzt aus dem Fenster springen, wenn sie das hören und wieder sagen, typisch dem, Querfront oder so Zeug. Das ist alles gar nicht. Ich habe über Querfront ja oft genug hier in der Sendung gesagt, was dieses Wort eigentlich taugt bzw. nicht taugt. Sondern es geht einfach darum, dass wir in der Demokratie auch über die Schützengräben und die verschiedenen Meinungsunterschiede hinweg sagen, Einschränkung von demokratischen Rechten und Meinungsvielfalt geht auch nicht, wenn sie Rechte betreffen. Das ist, wenn zum Beispiel gesagt wird, das sind Mitarbeiter der AfD, die werden irgendwie völkischen Ideen zugeordnet und keiner sagt, was sind eigentlich völkische Ideen? Das gibt's nicht. Das Wort ist nicht übersetzbar ins Englische. Die Engländer nehmen, wenn sie überhaupt das Wort völkisch verwenden, dann sagen sie völkisch. Übrigens auch das Wort Kitsch ist ein deutsches Wort, was nicht übersetzt werden kann, hat ähnliche Bewandtnis. Das sind so geschwurbelte Begriffe. Völkisch, die haben die Nazis verwendet und deswegen muss man es ja nicht selber noch verwenden. Als Marketinglüge der Nazis noch übernehmen. Ja? Völkisch, die seien völkisch. Also wenn jemand sagt, ich sage mal so ein Beispiel, gibt es so einen, der war früher in der AfD, der hat gesagt, Kameltreiber über, ich glaube, Türken oder so. Da regen sich alle furchtbar auf und sagen, der muss gedisst werden und gecancelt werden und sonst was. Nur wenn der Böhmermann sagt über Erdogan, das sei ein Ziegenficker, also Kameltreiber ist im Vergleich zu Ziegenficker noch ein ehrbarer Beruf. Ich finde das ganz furchtbar und ich finde auch dann Abschieben, Geschrei und so Gebrülle ganz unappetitlich und schrecklich. Aber beim Böhmermann sagt keiner was. Das war schierer Rassismus, was der Mann da vertreten hat. Ja? Und das wird nicht zur Rechenschaft gezogen. Also dieses zweierlei Maß, was überall sich durchzieht, dem muss auch gemeinsam begegnet werden. Und da erwarte ich, dass sowohl vom BSW als auch also von Leuten, die auf dem Grundgesetz stehen, die mal irgendwie mit der AfD zu tun haben oder die, was weiß ich, in der Werteunion sind oder Leute, die in linken Kreisen sind oder in der DKP sind, dass man auch sagt, die Einschränkung von Meinungsfreiheit und demokratischen Rechten trifft alle. Und diese Verbotsdebatte über die AfD soll natürlich alle treffen, die für Frieden mit Russland sind. Darum geht's. Es geht doch nicht darum, dass die AfD Steuersenkungen für Superreiche will, was sie will. Oder dass die AfD in verschiedenen Fragen den Sozialstaat kaputt hauen will und da noch neoliberaler ist als die FDP, was wirklich eine Kunst ist. Es geht darum, dass sie für Frieden mit Russland eintreten. Deswegen sollen sie gedisst werden. Und das muss man auch links erkennen, dass auch wenn das gegen Rechte geht, es die Linken am Ende auch trifft. Die Verbotsdebatte, die hast du dann vielleicht ein oder zwei Jahre über die AfD und dann plötzlich kommt irgendein Schlaumeier auf die Idee und sagt, eigentlich müssen wir die Wagenknecht und das BSW auch verbieten. Das geht ruckzuck und deswegen wäre da auch wirklich den Anfängen. Da kann man wirklich sagen, nie wieder ist jetzt. Denn so hat das in der Weimarer Republik angefangen, dass man da wirklich gegen Kommunisten gehetzt hat, denen alle Rechte entzogen hat und die auch erschossen hat. Und dann standen andere bürgerliche Demokraten dabei und sagten, was kümmert's mich? Und dann haben sie später entdeckt, dass sie es dann doch kümmerten. Als Deutschland in Trümmern lag, haben sie entdeckt, also national waren die Nationalsozialisten überhaupt nicht. Sie haben die Nation in Schutt und Asche gelegt. Sozialisten waren sie auch nicht, nebenbei bemerkt. Also das Ganze Zeug muss jetzt wirklich gemeinsam zurückgeschlagen werden und die Friedensbewegung muss die 50.000 überwinden, indem sie eben auch sich von dieser Kontaktschuld, diesen verdammten Brandmauern löst. Auf der Straße muss demokratisch auf dem Boden des Grundgesetzes demonstriert werden und jeder versucht, das einzuengen, ob das der Palästina
Konferenz ist oder ob das Demonstranten sind, die Aufklärung in Corona fordern oder ob das Leute sind, die den Frieden mit Russland wollen. Da muss auch einander beigestanden werden, immer auf dem Boden unseres großartigen Grundgesetzes, was viel Platz bietet. Und bis man jemand als Faschist im Sinne des Grundgesetzes mit dem dortigen Nazi-Verbot, was im Grundgesetz steht, als Faschist überführt, bedarf es staatsanwaltlicher und gerichtlicher Ermittlungen und öffentlicher Ermittlungen. Da machen wir uns auch unseren eigenen Kopf. Das dauert aber lange. Also diesen Begriff, jemand einfach so um den Hals zu hängen, aus schlechter oder guter Laune heraus, ist nicht der Umgang mit solchen harten Begriffen, die irgendwie doch relativ eng mit Auschwitz verbunden sind oder mit dem Überfall auf die Sowjetunion mit 27 Millionen ermordeter Sowjetmenschen. War wieder ein langer Take, entschuldige Konrad, du hast das ja vorhin gesagt, aber manchmal ist man dann eben auch aufgrund eines längeren Lebens in der Friedensbewegung, fühlt man sich genötigt, dann auch etwas länger zu reden. Entschuldigung. Ja, zwei Sprechwünsche? Ich nehme jetzt die weiteren Sprecher dran. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ja, ich hoffe, ich bin jetzt besser zu hören. Du bist gut zu hören. Ja, das ist etwas, da musste ich mir in China keine Gedanken machen, als ich in die Sendung geschaltet wurde. Da war der Empfang problemlos möglich, sogar auf dem Land. Hier in Deutschland ist das leider noch nicht so weit. Nicht nur da wird Scholz, glaube ich, genauso wie die Begleiter seiner Delegation, von denen ja viele seit Corona nicht in China waren und diese rasanten Fortschritte, die das Land eben in den letzten Jahren auch gemacht hat, nicht persönlich erleben konnten. Ich glaube, die werden tief begeistert und beeindruckt sein und es könnte einen positiven Impuls setzen. Da muss man jetzt sehen, wie die Gespräche auch verlaufen, aber ich bin da sehr optimistisch und hoffe auch, dass beide Länder auch was die Situation im Nahen Osten angeht, vielleicht Fortschritte machen können. Das ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, denke ich, dass beide Staatschefs aufeinandertreffen, weil Deutschland natürlich ein sehr privilegiertes Verhältnis zu Israel hat und da auch einen Zugang hat, mit der Regierung zu sprechen. Und China hat dasselbe mit dem Iran. Also das könnte vielleicht auch da friedensstiftend wirken. Ja, das ist meine Hoffnung. Aber es werden die nächsten Tage eben zeigen und ich kann nur sagen, ich finde es gut. Es war ja auch Söder vor kurzem da. Da wurde ihm eine Paralleldiplomatie vorgeworfen, aber das ist völlig in Ordnung, denke ich, dass auch Ministerpräsident sich da von den wirtschaftlichen Möglichkeiten persönlich überzeugt und China ist einfach die größte Wachstumschance für die deutsche Wirtschaft in den nächsten Jahren. Da muss Deutschland präsent sein. Jetzt habe ich gesehen, da hat sich wieder... Ich kümmere mich darum, kein Stress. Nochmal eine Nachfrage an Bijan, da er, wie gesagt, in Chongqing, genau der ersten Adresse von Scholz in seinem Besuch mit der großen Wirtschaftsentourage, vor Ort war persönlich. Kannst du vielleicht nochmal ganz allgemein so einen persönlichen Eindruck geben, wenn du durch die Stadt gehst? Weil hier in Deutschland, muss man jetzt niemandem erzählen, ja, mit offenen Augen, wenn man hier durch die Stadt geht, durch die Straßen, fühlt sich sehr eher nach Abstieg und Niedergang an. Was waren so deine direkten einfach Eindrücke dort in Chongqing? Also bei Bichlein ist das jetzt nicht angekommen, da würde ich sagen, nehmen wir mal... Jetzt höre ich dich wieder, Dieter. Hast du die Frage von Arthur gehört? Nee, ja, wir haben wieder dieses Problem, dass er mich nicht hören kann. Ist kein Problem. Wir nehmen dann erstmal Tuki Dides dran. Ja, genau. Okay, prima. Ja, vielen Dank, dass ich nochmal sprechen darf. Also, Herr Dehm, ich bin Ihnen eigentlich ganz dankbar, dass Sie das jetzt gerade nochmal gesagt haben. Thema Nationalsozialismus und Faschismus. Der Space, der liegt, glaube ich, schon 5 oder 6 Wochen, vielleicht sogar auch länger zurück. Da war das schon mal Thema bei Ihnen. Und ich habe mir da sehr viele Gedanken zugemacht, weil ich da so ein bisschen Bauchschmerzen mit dieser Formulierung von Ihnen hatte. Jetzt ist es so, in der Zwischenzeit ist mir die Ulrike Güro zuvor gekommen und hat den Begriff Faschismus definiert, hat ihn also erklärt, was es aus politischer Sicht ist. Und ich möchte Ihnen da jetzt gar nicht so sehr auf den Schlips treten, deswegen sei mir das verziehen, wenn ich da jetzt vielleicht ein bisschen für Unruhe treten sorge. Treten Sie ruhig, treten Sie ruhig. Ja, Sie sind mir ja nun, ehrlich gesagt, eher ein bisschen
komme mir ein bisschen als wie ein freundlicher Mensch vor, deswegen nehme ich mich da ein bisschen zurück, auch mit meiner Ausdrucksweise. Ich bin sonst eigentlich ein bisschen radikaler. Es gibt einige, die das auch so von mir kennen, aber ich maßregel mich hier mal ein bisschen. Also, Faschismus ist, wenn eine Gruppe von Menschen eben irgendein Ziel verfolgt, irgendeine Sicht hat, ja, irgendeine These aufstellt und diese zur alleinigen Wahrheit erklärt und jeden Widerspruch gegen diese These durch Ausgrenzung eben ja, manifestiert in der Gesellschaft. Das ist genau das, was wir während Corona, jetzt kommen wir wieder auch auf Zensur, Lenkung, Manipulation, psychologische Kriegsführung, ja, all diese ganzen Dinge, die da zum Tragen kommen, sind, die genau das begünstigen. Das Thema Nationalsozialismus ist, glaube ich, dass auch meine Beobachtung in vielen Spaces und auch ich neige dazu, da wirklich zu polemisieren und das auch teilweise auch missbräuchlich zu verwenden, auch um Leute mal auf den Pott zu setzen. Das mache ich, das ist keine schöne Art, weiß ich, aber manchmal ist es, glaube ich, auch ganz gut, weil es sind ja ganz oft diejenigen, die, wie Sie ja auch schon richtig gesagt haben, andere als Faschisten oder auch als Nationalsozialisten beschimpfen. Ich möchte einfach mal nur sagen, beschimpfen, nicht diffamieren, ja, oder da irgendwie einordnen in die Richtung. Das ist eigentlich erstmal nur eine platte Beschimpfung in meinen Augen, die ja also schon auch so gewisse Auswirkungen hat, dass die Leute gar nicht merken, dass das, was sie eigentlich tun mit ihrem Verhalten, eigentlich genau das ist, was sie ja eigentlich bekämpfen wollen. Und zum Nationalsozialismus, da hatte ich von einem sehr guten Freund aus dem Osten zwei sehr schöne Podcasts innerhalb der letzten 14 Tage mir angehört. Da ging es zum einen um den Leninismus und auch um den Nationalsozialismus. Und das Spannende für mich zu diesem Thema, ich hoffe, Sie lassen es zu, das mal ganz kurz beleuchten. Und das Spannende ist ja, dass eigentlich beide Regime, böses Wort, ja, aber dass sozusagen beide politischen Richtungen, jetzt mal abgesehen in Deutschland von den Auswüchsen des Nationalsozialismus, der ja in den Holocaust gipfelte, dass ja beide eigentlich so konkurrierende Systeme waren und dass diese Bewegungen um Lenin höchstwahrscheinlich, das ist nicht belegt, aber zumindest die Spekulation liegt nahe, dass diese Bewegungen in Russland eben ja, um das Zarenreich da zu stürzen, eben auch aus Deutschland heraus mit Geld, dass sie Zuwendungen aus Deutschland bekommen haben. Das finde ich so schon doch sehr interessant. Und wissen Sie, diese ganzen Auswüchse, ich will jetzt dieses ganze Kriegsgeschehen nicht beleuchten und so, auch die Gründe nicht, aber es ist doch sehr spannend, wenn ich dann immer höre, ja, der böse Nationalsozialismus und so, weil, das ist schon echt scheiße, was da passiert ist, ne? Ich will da jetzt nichts kleinreden oder so. Aber ich finde es immer ein bisschen kurios, gerade auch im Hinblick auf diese Entwicklung, die wir haben, das haben Sie vorhin sehr schön beschrieben, dass ja eigentlich das Kapital, diese Gier, wo der gesamte Sozialabbau stattfindet, was wir ja nun in Deutschland auch mit dem Wirtschaftsabbau, mit dem Weggehen der Firmen und so weiter und so fort, das, was jetzt schon thematisiert worden war, jetzt wieder haben. Und was tatsächlich auch eine Gefahr ist, dass so eine Entwicklung sich eben vielleicht nochmal vollzieht. Ja, da sollte man vielleicht wirklich mal drüber nachdenken. Aber ich gebe Ihnen jetzt nochmal die Gelegenheit, vielleicht da auch nochmal sich selber, vielleicht auch diese Begrifflichkeiten, ja, also Nationalsozialismus und Faschismus, und da vielleicht auch nochmal ein bisschen zu präzisieren. Ich hoffe, Sie haben verstanden, worauf ich hinaus wollte. Ich habe das absolut verstanden. Prima, Dankeschön. Herzlichen Dank für die Anregung. Nach mir käme dann gleich, glaube ich, Draghi dran, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Ich will jetzt nicht die lange Ausführung machen, was eine marxistische Analyse des Faschismus anbetrifft. Ich will nur einen Blick lenken mal auf die Französische Revolution, die ja dann zu Napoleon führte, der am Anfang ein großer Aufklärer war und auch viel Aufklärung nach Deutschland gebracht hat übrigens, auch militärisch, indem er die Schlacht bei Jena und Auerstedt gewonnen hat gegen die Preußen und da dann auch wirklich ein Aufatmen in vielen Bereichen auch deutscher Sprache gewesen ist. Die Französische Revolution hatte ja 200-300 Jahre einen Absolutismus vorher, wo wirklich eine kleine, hauchdünne Schicht von Parasiten mit diesem Sonnenkönig Ludwig dem 14. bis zum Ludwig dem 16. Dann geherrscht hat, die Bevölkerung ausgeblutet hat, Willkür dort praktiziert hat, staatsterroristischsten Ausmaßes. Und dann kam die
Französische Revolution, dann wurde mir im Geschichtsunterricht, als ich sehr jung war, eingebläut. Die waren ja dann noch viel schlimmer als die und haben aber gar nichts, meine Geschichtslehrer haben dann gar nichts gesagt über den Terror des Absolutismus und des Königreichs in Frankreich. So ähnlich ist das auch mit Lenin und der Oktoberrevolution. Die haben immer ihren Sozialismus unter Kriegen aufbauen und entwickeln müssen. Und deswegen ist der auch entsprechend verunstaltet gewesen. Das Entscheidende bei denen war, dass die natürlich unter dem Zaren gelitten haben. Der Zar hat Kriege gemacht. Die Leute sind ausgeblutet, reihenweise, also wirklich zu Hunderttausenden hingemetzelt worden. Und sie sind ausgeplündert und ausgebeutet worden im wirtschaftlichen Feld. Und dann kam die Oktoberrevolution. Und dann gab es eine sehr fortschrittliche Verfassung, übrigens mit einem Rassismusverbot, mit dem Wahlrecht für Frauen, mit dem Nachtarbeitsverbot für Frauen und dann besonderen Rechten für schwangere Frauen. Da ist vieles durchgesetzt worden, was hier immer verschwiegen wurde, auch von meinen Geschichtslehrern verschwiegen wurde, was ich mir dann mühsam selbst aneignen musste. Und dann sagten dann einige, aber es ist ja genauso schlimm wie Hitler oder ganz genauso schlimm wie der Zar, wie der Zarismus vorher oder so. Aber man sieht dann eben nicht die Ursachen, sondern man schneidet die Geschichte an der bestimmten Stelle ab und sagt, von 1917 beginnt das, aber was vor 1917 war, also unter dem Zarismus wird dann nicht erwähnt. Deswegen ist immer wichtig, für eine marxistische Geschichtsbetrachtung die Gesamtzusammenhänge zu sehen. Ich habe das jetzt in dem Lied auch reingeschrieben, was ich für Dieter Hallervorden geschrieben habe, wo es dann eben, dann macht er auch eine Einführung in das Lied und sagt, keiner wird zum Terroristen geboren. Man muss immer bei Gewalt und Grausamkeiten sehen, dass sie auch eine Geschichte haben. Und dann kommt das Gedicht, in dem das auch nochmal durchdekliniert wird, auf lyrische Weise. Jedenfalls habe ich mich darum bemüht. Also man muss die Gesamtgeschichte sehen. Und da sind die Unterdrückten. Das ist darum bitte ich einfach, dass man bei den Unterdrückten deswegen etwas gnädiger oder etwas behutsamer mit ihnen umgeht, weil sie so viel in den Rachen und den Kopf reingedrückt und auf den Kopf draufgeschlagen bekommen hatten. Da kann man nicht sofort erwarten, dass es gleich so Humanisten werden. Auch Nelson Mandela war erst als Terrorist bekannt mit Gewalt und mit auch Terroranschlägen gegen das Apartheid-Regime in Südafrika. Dann ist er in den Knast gekommen für Dinge, die er nicht selbst getan hat, die ihm aber angelastet wurden. Und später, bis heute, wird er von der Welt als der große Friedensbringer. Und das ist er auch. Ich hatte Gelegenheit, ja auch mit ihm zusammenzutreffen. Habe ich auch ein paar Fotos ins Netz dargestellt, wo wir gemeinsam zusammen waren, dann auch bei Willy Brandt. Und so, und dann hat jeder, seitdem sagt man, das ist der ausgleichende Mensch gewesen, der Südafrika für viele Jahrzehnte einen neuen Frieden, einen neuen Konsens gebracht hat. Aber erst einmal mussten die auch mit harten Bandagen, auch teilweise mit Terror kämpfen. Ein Terror von unten, wenn er eine Massenbewegung betrifft, ist etwas anderes wie der Terrorismus kleiner Gruppen. Da kritisiere ich auch das, was Ulrike Gero, was Sie vorhin zitiert haben, gesagt hat, wenn man das immer auf Gruppen bezieht, das ist nur Terrorismus, was sie da beschreibt, das ist nicht Faschismus. Faschismus ist, wenn das Großkapital wie Herr Krupp, Herr Thyssen, Stinnes, die Deutsche Bank, sich einen Hitler hochfinanziert, damit er die Arbeiterbewegung zerschlägt und die Sowjetunion überfällt, weil sie ein anderes Modell versucht, für arbeitende Menschen durchzusetzen. Das ist Faschismus. Faschismus hat immer etwas mit der Macht auch der Herrschenden zu tun. Das sind heute keine Feudalherren mehr, wie bei Ludwig dem 14. oder dem 15. oder dem 16., sondern das sind Großkapitalisten, Monopole, Konzerne, die sich ihre Faschisten hochzüchten. Und die sind dann in einem Land antisemitisch, in Deutschland. In Italien waren sie erstmal überhaupt nicht antisemitisch, da waren sie gegen die Abessinier. Da wurden die sogenannten Mohren verfolgt von Haile Selassie in Äthiopien. Und das war das Modell. Bei Pinochet war das wieder ganz anders. Da war auch wenig Antisemitismus. Der hat es hauptsächlich auf die Arbeiterbewegung abgesehen, aber sich dann auch mit anderen Gruppen und vor allen Dingen mit viel hervorragender demokratischer Kunst in Anführungszeichen auseinandergesetzt, die jedenfalls in KZs gesperrt und ermordet.
in der argentinischen Militärdiktatur, die auch faschistisch war, ist es wieder ganz anders gewesen. Aber eins haben sie alle gemeinsam. Sie haben Gewerkschaften verboten, linke Parteien verboten und alle, die sich organisieren, verboten, weil sie gegen die oberen, die Wirtschaftsinteressen der Oberen aufgestanden sind und sich organisiert haben. Das ist etwas ganz anderes. Bei Ulrike bleibt da stecken mit dem Totalitarismusbegriff, den sie von Hannah Arendt hat, die dann eben Kommunismus und Faschismus und alles über einen Löffel balbiert. Und dann hast du natürlich, kannst du dich auch hinstellen und sagen, ja, die chinesische KP ist auch faschistisch oder sonst was. Oder die sonst wie aufbegehrende Regierung, die damals gewesen ist im Kongo mit Lumumba, ist auch faschistisch, weil die auch ein paar diktatorische Maßnahmen durchgesetzt haben gegen ihre früheren Unterdrücker. Das ist dann, sind alle Katzen grau. Dann bist du in der Nacht und dann bist du in alle Katzen grau und alles wird zusammen in einen großen Topf geworfen. Das sollte man nicht sein. Jedenfalls ist der Marxismus eine hochdifferenzierende Wissenschaft und ein wissenschaftlicher Ansatz, eine Philosophie, die wirklich auf die Details achtet. Marxismus ist nicht, dass ich in großen Phrasennebel, roten Phrasennebel mich verhülle und dann eben polemisch nur sagen, ja, gegen das Kapital und für die Arbeiterklasse und dann gar nicht mehr weitergucke, sondern das ist der Anfang. Dann musst du die Fakten prüfen und zwar differenziert prüfen. Das ist ein Blick aufs Detail. Mit dem Marxismus gelingt ein Blick auf das Detail und nicht ein Wegblenden in Phrasen und Parolen und Nebel, sondern das ist durch den Nebel hindurchblicken. Das ist mit entwickelt worden, dieser Marxismus von Karl Marx, Friedrich Engels, aber vorher auch von solchen wunderbaren Philosophen wie Feuerbach und Hegel, deutschen Aufklärern. Das geht sogar in einen Teil zurück auf Immanuel Kant. Und wenn man diese Geschichte mal betrachtet, dann stellt man fest, der Marxismus hat deswegen eine so große humane Bedeutung, weil er die Menschen nicht unterteilt in blond und dunkelhaarig oder schwarzhaarig oder nach Hautfarbe oder nach Körpergröße oder nach Blut oder nach Boden, sondern nach der Art, wie die Menschen arbeiten und das zu ihrem Leben Notwendige erwirtschaften. Und wenn das eben Leute sind, die nur darauf achten, wie Bill Gates oder wie Bezos und Amazon oder wie Starbucks oder wie BlackRock oder wie Rheinmetall, dass es Kriege gibt und dass die Leute möglicherweise auch mit Impfstoffen vergiften, sogenannten Impfstoffen vergiften und damit noch ihren Reibach machen, dann muss man die hart angreifen. Und wenn dagegen Leute aufstehen, dann machen sie eben auch Fehler. Und dann muss man mit den Fehlern auch anders umgehen, als mit denen, die an der Macht sind und an deren Fehlern dann Hunderttausende verrecken. Das ist jedenfalls der Ansatz, weshalb ich in meinem hohen Alter immer noch Marxist bin. Und da vorhin auch der lustigen Satz, der mir irgendwie gestern eingefallen ist, wo jemand sagte, sagt das mal in der Sendung, gesagt habe, also wenn du 74 bist, du weißt, du lebst nicht mehr sehr viel, also jedenfalls nicht mehr so lange, wie du schon gelebt hast, dann hast du eben manchmal nur noch deine Vergangenheit vor dir. Und dann musst du aus der auch schöpfen. Du musst aber auch dann anderen Leuten mutig davon berichten, was du erlebt hast, damit sie es dann auch weiternehmen. Ja, genau, anmerken könnte man noch einiges weitere, zum Beispiel auch, dass das herrschende Unterdrückungssystem heute eher nicht national beschaffen ist, sondern international bis transnational agiert, genau. Stichwort auch Finanzkapital, das sich nicht an Grenzen, an nationale Grenzen binden lassen will. Spannendes Thema, was man sehr weit vertiefen kann. Wir hätten jetzt als nächstes und die Bitte an alle Sprecher, nicht zu lange Monologe zu halten, weil wir zum Ende langsam kommen. Ja, danke, hallo an alle. Ja, das Aufklärung, was Napoleon nach Deutschland brachte, hieß wahrscheinlich Code Napoleon, nicht? Die Gesetzgebung, was er brachte. Nochmal Faschismus an sich gab es nur in Italien, also so ad actum oder ad literam unter Mussolini. Ja, natürlich war Mandela also am Anfang ein Terrorist, genauso wie Menachem Begin, nicht in diesem berühmten David Hotel, wo er die ganze
englische, also da war auch die Botschaft oder Botschafterin drin, zersprengt hat am Anfang 1947 in Israel. Also so entstand Israel, so lange, also, auch mit Hilfe Russlands. Russland hat die Israel in UN reingebracht, das wissen die wenigsten. Und ja, anfänglich war Stalin sogar sehr für Israel, weil Israel da die Engländer in Schach hielt und ein bisschen ärgerte. Aber danach, nach dem, also 48 oder wann das ist, Krieg Israel gegen Araber, da haben die Israelis ja auf Amerika gebaut und die amerikanische Hilfe gewollt auch. Also sie hatten schon aus Tschechoslowakei Waffen bekommen mit Hilfe Stalins, aber dann haben sie sich auf dem anderen Hegemon basiert und ab da hat es in Anführungszeichen Krieg gegeben zwischen Israel und Russland, also in Anführungszeichen. Danach haben die Russen nur noch die arabische Staaten unterstützt, nicht mehr so Israel. Ja, nochmals zu Lenin, ja, er kam aus der Schweiz, Ulyanov, also so, wie man sagt, er war ein Jude. Und nochmal 80% der Kommunisten, also eben Lenin und dann Stalin, sagt man auch vielleicht, Trotzki auf jeden Fall. Und dann enumeriere ich die Anfangsherren, wo diese kommunistische Partei gegründet haben in Russland: Toms, Kamenev, Sverlov, Bukharin, Jerzhinski und Simonjew. Das waren alle Juden. Na, ist halt so. Also über 80% waren Juden. Also Kommunismus in Russland. So haben es dann aber nicht Russisch, sondern Rumänisch. Andere Juden kommen aus Rumänien, bin dort geboren. Meinst du ernsthaft, der Bolschewismus ist eine jüdische Erfindung? Ja, 90% ach, sogar. Doch. Also Lenin war kein Jude. Ich will es doch mal deutlich sagen. Lenin, Lenin, na gut. Also da gibt es Neues. Vielleicht gibt es irgendwie einen jüdischen Vorfahren, das sein Sinn oder das würde ich besser auskennen. Aber das ist ja, das klingt ja wie Goebbels jüdisch. Nein, das ist die Wahrheit. Da haben auch schlechte Sachen. Ich bin selber Jude. Sie haben auch schlechte Sachen, aber auch gute Sachen seit 2000 Jahren gemacht. Oder seit 5000 Jahren, wenn man das jüdische Kalender sieht. Ja, so, aber das muss man doch so. Ne, Tom, Kamenev, Sverlov, Bukharin, Jerzhinski. Das sind die Anfangsherrschaften, also die das gegründet haben. Das muss man doch so benennen. Wieso hat man da so einen Schwierigkeit? Also der Einzige, von dem ich das definitiv weiß, ist Trotzki. Den haben Sie jetzt gar nicht erwähnt. Doch, Trotzki, habe ich auch gesagt. Aber der Bukharin ist kein Jude gewesen doch, und Lenin auch Toms nicht. Nein. Also aber gut, nein, egal, also, es ist wirklich egal, weil es zählt nun mal auch gerade die jüdischen Denker zu den hellsten Köpfen. Ja, genau, was ist schlecht an Kommunismus? Also wirklich, nicht irgendwo, das ist eine Chimäre, dass China und so weiter und alle kommt. Nee, es war Gutes, aber es wurde übertrieben. Und es wurde also Mao Zedong war sicher kein Jude. Ja, das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Nee, aber gut, und ja, Goldstein und andere kamen nach Rumänien, aber das war Rumänien. Rumänische Juden haben 19. Also wenn Sie selber 19, Jude sind, 19 wenn Sie, das wenn Sie selber, aber wenn Sie selber Jude sind, wenn Sie ja nicht auf den Standpunkt kommen. Deshalb sage ich ja. Ja, aber Sie haben das doch nicht. Sie haben das doch nicht über ihr jüdisches Blut, sondern das ist da, muss, kann doch nur mit der jüdischen Erziehung, mit dem jüdischen Glauben, mit der hellen Art und damit, dass die Juden eben aus vielen Berufen verdrängt waren und sich dann auf Geist. Ja, und nochmals. Auch Finanzgeschäfte. Ja, das ist also. Und nochmals zu Trotzki, der war so beliebt in Anführungszeichen in Russland, dass man den rausgeschmissen hat. Also Stalin, 24, glaube ich, 29, nach Frankreich geschickt. Die haben ihn auch nicht gewollt, weil er zu kommunistisch war. Das ist nicht jüdisch, sondern kommunistisch. Obwohl Übrigens gibt es Verbindungsgründe. Und dann kam er nach Mexiko. Ja, aber es gibt auch Verbindungs... Also das ist jedenfalls von mir nicht irgendwo widerlegt worden. Ich habe das mehrfach gelesen, dass es auch zu Hitler Verbindungen gab, dass Leute, die aus dem Trotzki-Umfeld kamen, sagten, na, wenn dann Hitler in der Sowjetunion siegt, dann würde Trotzki ja wieder zurückgeholt werden und so. Also da gab es solche Antastversuche. Ja, aber nochmals, Trotzki war wieso? Der war sehr begabt. Er hat ja die Rote Armee aufgebaut. Ja, genau. Und nochmals, er kam nach Mexiko, dort wurde er, hatte viele Anhänger und irgendwann mal wurde er ermordet, man sagt vom Russen, ich sage, also das ist noch nicht bekannt, wer ihn ermordet hat. Doch, eindeutig ein Agent Stalins gewesen, der die Eisdecke. Also ich vermute, ich
vermute, es war ein Amerikaner, nochmals. Aber lassen Sie mich nur kurz zu Ende sprechen, dann können Sie Ihre, nochmal Ihre Wünsche noch sagen oder Ihre Anmerkungen. Also nochmals, notabene, und das sind Fakten. Er kam dort nach Mexiko, nochmals, in viele Sourcen weiß man nicht, wer ihn umgebracht hat. Und nochmals, also 70 Jahre später entstand Silicon Valley dort, oder 15 Jahre später, 400 Kilometer nördlich von der Stelle, wo er umgebracht wurde. Das sind ja die Neokommunismus, Bill Gates und so weiter, die ganze Mischpoch, Entschuldigung. Und wie gesagt, Mischpoch bin ich selber. Und also was hätte Stalin dagegen, wenn Amerika kommunistisch geworden wäre? Deshalb, die Amis haben ihn gebracht, sie auch McCarthy später und so weiter, die Jagd nach den Kommunisten. Also bitte, ist ja doch Lacher, dass Russen da nicht wollten, indirekt nicht, dass Amerika kommunistisch sein könnte oder werden könnte. Nicht. Also es ist eine Mehr. Und viele Russen sagen, dass nicht stimmt, dass er Russen war oder ein Russischer war. Ich würde Sie trotzdem bitten, da ein bisschen Rücksicht zu nehmen. Ich muss meinen Freund Bill Gates jedenfalls davor in Schutz nehmen, das meine ich alles in Anführungszeichen, dass er Kommunismus will. Der Bill Gates will überhaupt keinen Kommunismus, und meine kommunistischen Freunde und Bill Gates haben so viel zu tun wie die Kuh mit Brezelbacken. Aber vielleicht kommen wir jetzt noch zu dem Herrn Meyer, der hat sich noch gemeldet gehabt. Ja, genau. Übrigens nur ganz kurz, das war ein sehr interessantes Thema gerade. Wir sollten vielleicht nochmal dazu explizit einen ganzen Twitter-Spiel machen. Jetzt Herr Meyer. Ja, grüß dich Arthur, grüß dich Dieter. Ja, ich will es dem Tracki jetzt gar nicht unterstellen, aber es gibt halt die weit verbreitete These im, sage ich mal, antisemitischen Spektrum, dass man sagt, jüdische Kaufleute hätten europäische Adlige versucht zu verschulden in ihren Kriegen, um an deren Güter zu kommen und die quasi zu enteignen und um das Finanzkapital irgendwie, also das Finanzsystem da zu etablieren, auch da versucht, den Zar zu stürzen mit dieser Oktoberrevolution, ja. Also ich habe diese Thesen auch schon gehört, nur damit du verstehst, wo das herkommt. Ich glaube, ich verörter da den Tracki jetzt nicht nach. Aber das ist... sind keine Thesen, man muss die Mütter von diesen Herrschaften beleuchten. Aber diese Theorie habe ich das öfter schon gehört. Aber bitte der Reihe nach nicht unterbrechen. Herr Meyer, bitte. Sie müssen Ihre Stummschaltung aufheben. Herr Meyer, wir hören Sie jetzt nicht. Irgendwie ist die Stummschaltung da nicht ausgeschaltet. Sie müssen sich anmuten. Wir müssen unten links das Mikrofon lautstellen. Gut, aber wenn vielleicht das nicht gibt geht, es ein Problem. Herr Meyer kann sich ja gerne noch mal melden, weil auch wurde. Eine kurze Ansage noch mal von der Moderation. Ja, Herr Meyer, bitte. Ja, Herr Meyer, Sie müssen sich aber unmuten. So, ja, die Stimme. Ja, Herr Meyer, Sie müssen Ihr noch mal Ihr Mikro anmachen. Ja, ihr macht da ständig die Stummschaltung da an. Deswegen ging es nicht. Irgendeiner drückt da ständig drauf. Ja, aber ich bin zu blöd dafür. Ja. Ich mach's nicht. Das war eigentlich schon alles, Dieter. Ich wollte das nur mal erwähnen, woher das kommt, aus welchem Spektrum, ob man das jetzt glaubt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich halte die These für sehr fragwürdig. Aber ja, das war nur mein Beitrag dazu. Ich meine, ich will das so sagen. Also es gibt natürlich enorm clevere jüdische Kaufleute und es gibt enorm clevere nicht-jüdische Kaufleute. Ich will das nur noch mal so sagen. Der größte Spekulant, der uns auch den Faschismus mit eingebrockt hat, ist die Deutsche Bank. Die hat sofort nach den ersten Reichsrassengesetzen, ich glaube sogar schon vorher, ihre gesamte Führungsebene, wie man so sagt, Anführungszeichen unten, arisiert, Anführungszeichen oben. Also alle Juden rausgeschmissen. Teilweise mit Geld, 2 oder 3 sind in die Schweiz. Und dann war die Deutsche Bank völlig, also zumindest in allen entscheidenden Positionen, in Anführungszeichen, judenfrei. Und was haben sie gemacht?
Sie haben alle Kontakte zu amerikanischen, zu ungarischen Petroölfirmen intensiviert. Sie haben, die Deutsche Bank hat Auschwitz mitfinanziert, indem sie den Kredit für den Bau von Auschwitz gegeben haben, den Kreditvertrag gemacht haben. Die Firma Topf, die die Gaskammern und das Krematorium gebaut hat, kreditiert. Und sie haben am Zyklon B verdient, an dem Gas, an dem die Menschen dort elendig tot gemacht worden sind, industriell ermordet wurden. Und das wurde ja heute auch bei einigen KZs dieses Vorgangs, dieser Vorgänge auch gedacht. Die Deutsche Bank ist einer der größten Spekulanten der Welt gewesen, ganz ohne Juden. Das ist bei Goldman Sachs ganz anders. Aber ich will nur einfach sagen, das liegt weder Juden noch Nichtjuden im Blut, andere Leute zu bescheißen, sondern da ist natürlich, wenn du über Jahrhunderte bestimmte Berufe nicht ausüben darfst und dich dann auf die Pfandleiherei begrenzt oder auf die Darlehensgeberei begrenzt und noch Künstler sein kannst oder auch in der Politik aktiv werden kannst, dann bist du eingeengt und entwickelst natürlich da auch bestimmte Intelligenzen. Und das hat noch andere Ursachen, über die ich jetzt auch nicht sprechen möchte, die ich auch zum Teil sehr gut finde, weil viele jüdische Menschen, die ich kenne, waren Kommunisten oder Sozialdemokraten. Und viele jüdische Menschen sind großartige Künstler und haben auch die deutsche Kultur bereichert. Also Mendelssohn, Bartholdy, viele andere, Heinrich Heine, Kulturschaffende. Also da ist vieles beieinander, weil sie eben auch bestimmte andere Berufe nicht ausüben durften. Aber das ist nicht der einzige Grund. Es gibt auch noch ein paar andere Gründe. Und die haben nichts mit Blut und Boden, mit Genen, mit Biologie zu tun, sondern die haben etwas damit zu tun, dass das eben auch von einer Generation zur anderen weitergegeben wird. Aber dazu sind sogenannte Arier genauso fähig, auch zu allem fähig. Da würde ich also keine Vorbehalte geltend machen. Und ich, also mir wurde immer wieder gesagt, Lenin sei Jude. Ich habe das, bin der Sache dann mal nachgegangen. Ich habe also weder bei seiner Mutter noch bei seinem Vater irgendeine jüdische Herkunft gefunden. Aber vielleicht sind da andere schlauer. Würde mich aber auch nicht interessieren. Ich finde vieles an dem Mann sehr gut und von der Geschichtsschreibung in Deutschland falsch dargestellt. Und ich finde auch vieles von dem, was gerade Bucharin vertreten hat, ganz wunderbar und auch ganz großartig für künftige Entwicklungen, weil der nämlich wollte, dass man auch Teile des Unternehmens, des privaten Unternehmerdenkens mit dem sozialistischen Gedanken versöhnt und wurde von Stalin ja erschossen. Also das muss man alles auch mit einbeziehen. Das sind eben die differenzierten Feinheiten, die man nicht mit größeren Phrasen wegkriegt und ersetzen kann, sondern eben genau aufs Detail gucken muss und das Detail dann eben auch gerecht beurteilt, so wie ich immer die Guillotine in der Französischen Revolution versucht habe, herzuleiten, dass es diesen Terror gab der Französischen Revolution aus den 200 und 300 Jahren, die zuvor auf die Leibeigenen und die Menschen dort in Frankreich niedergegangen waren. Und da war das natürlich mit der Französischen Revolution ein weltweites Aufatmen. Ich meine, mit der Französischen Revolution hat die ganze Welt, die irgendwie was gelesen hat oder davon was mitbekommen hat, aufgeatmet. Und Beethoven hat eine ganze Sinfonie und viele seiner Werke dieser Französischen Revolution gewidmet. Hölderlin hat mit Hegel um den Freiheitsbaum in Tübingen getanzt bei der Französischen Revolution, trotz des Terrors. Und das muss man, glaube ich, in dieser wunderbaren Widersprüchlichkeit beleuchten und darf sich nicht von den Geschichtslehrern und den Blattmachern in Tagesschau und heute und so einreden lassen, dass das alles die Erfindung ist. Ja, wenn dann eben die Unterdrückten zur Macht kommen, dann sind sie so blöd, so ungebildet, dass sie nur Terror können, nach Blut lechzen, weil sie eben blutlüsterne Monster sind, die man zum Glück unter Ludwig dem 14. niedergehalten hat. Und dann kommen sie hoch. Und immer wenn die Unteren nach oben kommen, dann gibt es Blutbäder. Also lasst bitte die Herrschaft so, wie sie ist. Lasst alles beim Alten und so. Natürlich
wenn ich dann meinen Freund Paul Brandenburg höre, mit dem ich ein paar Differenzen habe, was die Faschismusverwendung anbetrifft. Aber der ist natürlich auch stinkwütend, wenn der jetzt so manchen, die da eben mit beteiligt waren, die bei ihm in die Wohnung eingebrochen sind, mit Polizei und so weiter, dann nachts auf der Straße begegnet, könnte auch mal irgendwann eine Ohrfeige fallen. Dann sagt man, oh, Terror, da hat irgendjemand geohrfeigt. Also ich kann das alles bei Leuten, die viel einstecken mussten, anders sehen als bei denen, die satt und fett an der Macht sitzen und wie Frau Nancy Faeser dann eben die Demokratie und die Meinungsfreiheit einschränken möchte. Wir müssen miteinander bei den Unteren, und das sind 9/10 im letztendlich, und zwar 9/10 der Weltbevölkerung letztendlich, mindestens mal 9/10, da müssen wir mehr Vernetzung, mehr Verständnis füreinander haben und die Widersprüche. Wir müssen einander nicht quälen, indem wir dann immer auf so Nebengleise kommen, das sind Juden oder das sind Amerikaner oder das sind, es gibt wunderbare Amerikaner, großartige Rockmusiker, großartige Freiheitskämpfer, großartige Martin Luther Kings und andere. Und es gibt auch Ausnahmeerscheinungen bei Präsidenten wie Roosevelt zum Beispiel und so. Das ist nicht mit einem pauschalen Urteil zu lösen. Das ist Gift. Wenn wir uns pauschale Dinge um den Hals hängen und gegenseitig beschimpfen, machen wir das Spiel von denen mit, die nach dem Motto Teile und Herrsche uns auseinanderdividieren wollen und davon profitieren, dass die Friedensbewegung hier so richtig den Arsch nicht hochkriegt. Das muss man einfach mal sagen und das will ich auch zunehmend immer freier und offener sagen. Vielleicht war ich sogar ein bisschen vorsichtig, als ich im Bundestag war. Dann merkt man auch, wie der Parlamentarismus nach der Seele greift und so. Aber sagen Sie, wenn Sie vom Verfassungsschutz beobachtet? Ich habe 19 Ordner beim Verfassungsschutz rausgeklagt. Das ist auch größtenteils geschwärzt, so wie die Corona-Files. Aber ich bin jedenfalls seit meinem, ich glaube, 20. Lebensjahr bis in die Bundestagszeit hinein da verfolgt und beobachtet worden. Aber noch schlimmer ist der Bundesnachrichtendienst, der ja immer so tut, als sei er ein Auslandsgeheimdienst, was er natürlich nicht ist. Wir haben ja ein Gespräch auch mit Hans-Georg Maaßen gehabt, ein langes Gespräch, das habe ich ja auch geführt. Und dann sagt er, natürlich ist beim Bundesnachrichtendienst immer auch Inland gewesen. Und natürlich arbeiten die eng mit dem CIA zusammen. Und dann sagt eben der Mitarbeiter, der sowohl beim CIA als auch beim Bundesnachrichtendienst ist, ja, wenn es um Deutschland geht, bin ich CIA-Mitarbeiter. Und wenn es um USA geht, bin ich BND-Mitarbeiter. Und dann sind sie genauso dran, wenn sie unsere Telefone abhören und die abgehörten Telefonate dann Journalisten zuspielen, damit skandalisiert wird und Leute kaputt gemacht und an den Pranger gestellt werden. Also ja, interessanter Einblick. Danke dafür. Dann sind noch zwei Hände. Ja, ja. Ja, genau. Danke. Meier und Chorus. Meier und Tracki haben es schon mal gemeldet. Dann machen wir langsam machen wir Schluss, würde ich sagen. Ja, genau. Ich mache es auch kurz. Nochmals, es stand mir ganz fern irgendwas Schlechtes über die Juden, Bulgarien und so weiter. In Russland, es war der schlimmste Armut und auch schlimmste Hunger, es gab 1904 oder 5 nochmal eine kleine Revolution. Genau. Aber trotzdem, die haben was Gutes gemacht, sonst wären sie alle verhungert. Um Gottes Willen, also die Bolschewiken, muss man nicht gesamtlich schlecht reden. Und nochmal diese 6 Namen, wo ich nummeriert habe. Aber trotzdem muss man auch sagen, es waren nicht die Russen per se, die den Kommunismus nochmals, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, man muss mal halt herausfinden, was die waren. Ich weiß schon, was sie waren, von der Ethnie her. Aber okay, aber nochmal. Ja, also, um es ganz deutlich zu sagen, Rosa Luxemburg war eine polnische Jüdin Karl Liebknecht war kein Jude. Und okay, beide haben. Muss man suchen, aber ist egal. Nur kurz. Wie gesagt, es waren nicht die Russen, also als Russischstämmige, sondern es waren Deutsche mit diesem Gedankengut und manche waren Juden, vor allem auch nach Rumänien. Max Goldstein, Samuel Osias, Leon Lichtblau und so weiter. Das waren auch Rumäner, jüdischer Stamm, die den Kommunismus 1922 nach Rumänien brachten. Also nochmal nichts Schlechtes. Ich wiederhole mich zum 10. Mal. Genauso wie Charlie Chaplin, Bernstein, Bob Dylan, genauso jüdische Abstammung, sogar Bob Dylan, da stehe ich auf, wenn ich über ihn spreche, weil wie gesagt, er hat den Nobelpreis zurückgegeben oder nicht an der Zeremonie teilgenommen, weil es so ein Scheiß und so ein Fiddlerfranz Fake ist.
nicht? Aber dann gibt es auch Tonya Newland und Kissinger, nicht? Auch von der Sprache, die nicht so gut waren. Also es gibt gute und schlechte. Und wenn man die nicht benennt, und auch, also dann macht man sie irgendwie, dann ist es nicht gut für den Judentum an sich. Dann was Schlechtes und Gutes, ja. Und dann, weil nicht, wenn man nicht spricht, oh Gott, dann ist es schadhaft für die. Auch ja, jetzt, okay. Aber Gaza. Jetzt haben wir es klargestellt. Ja, um Gottes Willen, Bolschewismus und Gesellschaft, okay. Schlechtes, aber okay. Nicht alles. Ja. Dann wollen wir Meier noch hören. Ich weiß jetzt den Vornamen nicht. Der hat sich gemeldet. Ja, ich heiße nicht Meier, ehrlich gesagt, Dieter. Ist ja wurscht, das ist ein Künstlername. Dieter, ich fand es schön, was du vorhin gesagt hast, und ich denke, wir sollten auch von den diesen Pauschalitäten absehen und ja auch bedenken. Klar, diese Entwicklung hast du schön beschrieben mit dem Handwerksverbot etc. Ich will da gar nicht weiter aufbauen darauf. Eine Problematik ist auch, was viele Leute stört, dass Rothschild halt seine Söhne, was ja eigentlich jeder gute Geschäftsmann machen würde, in alle europäischen Finanzmetropolen geschickt hat, was dann wiederum umgewandelt wird, dass er da irgendwie dann da die Welt unterjochen wollte. Ich würde halt auch den Leuten nochmal empfehlen, viel dieses Wissens ist leider immer noch, ja, aus Büchern oder Schriften auch weitergegangen, auch nicht alles richtig, aufgrund, muss man ganz klar sagen, von antijüdischer Propaganda, die man natürlich in der Hitlerzeit zu teilen auch vorher schon, hat ja Luther auch schon verbreitet. Und da wäre ich immer vorsichtig, so Narrative weiter zu spinnen, ist gefährlich. Ist auch, sage ich mal, juristisch gefährlich. Und ich glaube, wie du das auch gesagt hast, Dieter, nicht richtig da zu pauschalisieren und ist sich irgendwie zu sehr reinzusteigern. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich zum Großteil nicht so, wie man sich es dann ausmalt. Man kann verschiedene Seiten sehen. Klar, da gibt es auch abgewichste Geschäftsleute, wie du es vorhin auch gesagt hast. Ich bin auch kein Sozialist oder Kommunist, bin ich auch ehrlich. Aber ja, also. Also der Schaden, dass du kein Sozialist bist, der kann behoben werden. Das glaube ich dir, ja. Und 100 Gramm Literatur anzubieten, aber auch vielleicht ein paar Bilder aus der Realität. Ich will nur einfach zu mir persönlich sagen, dann können wir ja auch langsam. Ich war mal einer, Dieter, ich mache mal einen kurzen Witz. Also ich bin jetzt auch 36, ja, ich war mal einer, wer nicht jung ist, wer jung ist und kein Sozialist, der hat kein Herz, und wer alt ist und nicht rechts, der hat kein Hirn. Kennst du ja den Spruch, oder? Sagen wir es einfach. Genau, das wollte ich auch sagen. Der ist von Churchill, aber du hast ja in mir dann eben so einen verbohrten altersstarren Marxisten, der mit 16 Marxist wurde und jetzt mit 74 immer noch Marxist ist. Ich schätze dich sehr für deine differenzierte Meinung in Teilen. Aber für mich war der Marxismus immer eine Hilfe zur Differenzierung, und dabei geholfen haben mir zwei Lehrer, obwohl ich nie Kommunist wurde. Das waren Kommunisten. Das eine war Emil Kallebach, ein Jude, der in Buchenwald 30 Tage von den Häftlingen unter dem Fußboden versteckt werden musste, weil auf ihn persönlich ein Todesurteil schon ausgesprochen war und dann mit bei der Befreiung Buchenwalds gewesen ist. Buchenwald ist ja das einzige KZ, was sich selbst befreit hat. Da waren aber auch Teile der SS-Truppen schon abgezogen, haben es trotzdem gemacht. Und Emil Kallebach hat mir sehr viel beigebracht von dieser Denkkultur der Dialektik, und der war immer ein Antifaschist reinsten Wassers, war der Chefredakteur der Frankfurter Rundschau. Dann haben die Amis und die Westmächte und andere ihn das dann entzogen. Also das ist ein großartiger. Und der andere Freund war Rudi Maurer, jemand, der ein Drittel seiner Familie unter Hitler und ein Drittel seiner Familie unter Stalin verloren hat. Auch das hat mich geprägt. Ich möchte einfach nur mit diesen Dingen differenziert umgehen und versuche halt, den Lust und den Appetit auf marxistisches Denken sowohl im Streitgespräch mit Roland Tichy übermorgen bei Tichy Streitbar, als auch mit Kevan Sufisiyavash und mit Paul Brandenburg bei Nachschlag kommenden Donnerstag aufrechtzuerhalten, dass er ein
Blick aufs Detail, und zwar einen vielseitigen Blick aufs Detail, erleichtert. Marxismus ist eigentlich für alle da. Alle können von dieser Denktradition des dialektischen Materialismus lernen. Auch wenn man selber kein Marxist werden möchte, kann man davon profitieren. Man sieht das am Beispiel, Marx hat irgendwann mal die ökonomischen Interessen unter jedem Regime, unter jeder Regierung bloßgelegt. Das hat er getan an einem Beispiel des Neffens von Napoleon, dem Putsch von diesem Bonaparte, Louis Bonaparte, 1851. Und diese Methode ist dann immer weiterentwickelt worden. Und plötzlich gab es einen Hollywood-Film, der hieß All President's Men, war ein berühmter Hollywood-Film. Und seitdem gibt es den Satz überall, ganz populär, der ist in unser Alltagsdenken reingekommen. Da macht mein Freund Thorsten Teichert in der Präses der Handelskammer in Hamburg war, einen Podcast, der heißt Follow the Money. Follow the Money. Folge immer bei allen Dingen, beim Menschenrechtsgeschwafel, bei allen möglichen Vorstellungen, die da von Baerbock und Habeck und Biden und Trump und anderen vom Acker, vom Stapel gelassen werden. Folge immer den wirtschaftlichen Interessen. Follow the Money. Das ist eine alltägliche Form von Marxismus geworden. Und das finde ich ganz prima. Also der Marxismus ist für alle da. Alle, selbst Konzernchefs, können gelegentlich davon lernen, weil es eine besondere Art ist, unter der Oberfläche des Polit-Kasper-Theaters, was wir gelegentlich in dem Bundestag sehen und auch in anderen Filmen und Talkshows sehen, die ökonomischen Interessen bloßlegt. Und das ist das Entscheidende dabei, dass man mit dieser Form, das ist, es gibt auch andere kluge Dinge dabei, aber das ist der entscheidende Punkt, dass man immer wieder, wenn man Menschen bewertet, auch guckt, womit erwirtschaften sie das zu ihrem Leben Notwendige, was zeichnet ihr Leben praktisch im Arbeitsalltag aus? Sitzen sie nur auf dem Kapitalberg und lassen andere für sie schuften oder haben sie nur ihre Arbeitskraft zu verkaufen und vielleicht ein kleines Aktiendepot, aber auch nicht viel mehr, oder ein Sparkonto, aber dann sind sie im Wesentlichen auf ihre Arbeitskraft angewiesen. Und das prägt einen Menschen. Das ist die ganz entscheidende Art. Und wenn einer Pfandleiher ist, ob er jetzt ein jüdischer oder ein nicht-jüdischer Pfandleiher ist, dann denkt er halt dran, wie er so viel wie möglich Zinsen aus den Leuten rauspresst. Das hat man lange getan. Es gab aber auch Pfandleiher, die nicht jüdisch waren und Zinspresser und so weiter und Bankiers, die andere ausgepresst haben. Zum Beispiel der Deutschen Bank, habe ich es ja vorhin gesagt. Das sind alles Dinge, die man sehr genau, natürlich gibt es bestimmte Finessen, die von Generation zu Generation weitergegeben und verfeinert werden dabei. Die gibt es aber auch bei nicht-jüdischen Kapitalisten, die, guck dir nur die Familie Krupp an oder guck dir die Familie Quandt an. Und damit auch bei Quandt, ja, muss, fällt einem ja immer Martha Goebbels sein. Und so, also die auch mit zu diesem Familienclan gehört hat. Also das sind schon Dinge, die dann auch per Kopf und per Sprache weitergegeben werden und nicht per Blut und Boden. Und darauf muss man sehr genau achten, wo sie herkommen, weil es gibt im Blut keinen genomischen Transmitter, der irgendeine Idee transportieren würde. Das sage ich auch immer allen, die sagen, ja, das Deutschtum. Ja, wenn einer in Afrika, seine Eltern kommen aus Afrika, der ist hier geboren und hat jetzt eine dunkle Hautfarbe, dann kann er genauso, ich komme aus Bornheim in Frankfurt, ein Bernheimer Bub sein und viel mehr für unser Grundgesetz übrig haben, als vielleicht manche mit weißer Hautfarbe. Da mache ich rassisch überhaupt gar keinen Unterschied oder rassistisch oder sonst irgendwie ähnlich oder so. Es gibt im Blut nichts, was eine Idee transportieren könnte. Kein Wissenschaftler, auch die Nazis haben das ja immer versucht, die haben die Schädel vermessen, Blut untersucht und sind ja auch zu keinem Ergebnis gekommen, sondern das geschieht bei uns Menschen. Kann ja auch nicht mit Pseudowissenschaft, nicht? Ja. Aber da möchte ich auch ganz gerne nochmal Zeugnis ablegen. Ich neige ja immer dazu, gerade, gestatten Sie das bitte ganz kurz, und ich bitte auch um Nachsicht für diese Wortwahl, aber das hat ja eben auch Sprengkraft. Die kriegstraumatisierten Deutschen, die auch nach wie vor obrigkeitshörig sind und sich diesem
staatsterrordienlich machen, denen nachzusagen, dass sie das Nazi-Gen in sich tragen. Das ist natürlich eine Metapher, das möchte ich auch nochmal ganz kurz sagen. Das ist natürlich böse, das ist wirklich richtig, richtig böse. Ja. Aber ich finde das auch nochmal sehr schön, dass Sie das an dieser Stelle auch nochmal so gesagt haben, weil es nämlich so ist. Ja. Finden Sie die Deutschen auf diesem Erdball wirklich die untertänigsten? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich möchte sagen, dass ich mein bisheriges Leben eigentlich in weitestgehender Freiheit verbracht habe und auch alle Möglichkeiten, ich bin ja in Deutschland geboren und aufgewachsen und lebe auch seitdem hier, auch bis dahin eigentlich alle Freiheiten genießen konnte bis 2020. Seitdem ist es halt ein bisschen anders. Mhm. Und ich denke, das nicht sollte, sondern es muss uns tatsächlich zu denken. Ja, aber geben. Also vor allem auch schließen wir die Sendung doch mit einem vielleicht etwas ambivalenten Wunsch ab. Es hängt an uns, ob diese Geschichte deutschen Untertanengeistes sich jetzt bei der Corona-Aufklärung, beim Ukraine-Krieg, beim Gaza-Krieg, im Wirtschaftsdruck gegen China etc., beim Gendern und die ganzen Themen, das haben wir heute ja noch gar nicht, glücklicherweise noch gar nicht angesprochen, ob sich das fortsetzt oder ob wir in der Lage sind, ein anderes Kapitel zu schreiben, in dem wir uns vernetzen und mutiger miteinander gegen diese Art von Herrschaft uns auflehnen. Das liegt auch an uns. Dass es immer vom Staat Repressionen gibt, ist nichts ganz Neues. Da ist ja vorhin auch von, ich glaube, für Sie ist das so, Das möchte ich Ihnen auch sagen. Sie sind auch nun politisch auch ein bisschen länger, aber das ist für mich eine ganz neue Erfahrung, die teilweise auch etwas sehr schmerzhaft ist. Ja, klar. Das kann ich Ihnen sagen, schmerzhaft ist es immer. Also da können Sie sich ja, Sie verlieren Freunde, Freundinnen, Sie verlieren, wenn Sie eine Position durchhalten, das ist immer, da hören Sie immer die Einschläge ganz in der Nähe. Man muss es durchhalten und wenn man das durchgehalten hat, ist man anschließend in Drachenblut gebadet und ein bisschen stärker. Wir schließen damit ab. Ich danke allen ganz herzlich für ihre Interventionen und Beiträge, auch ihre Kritik an mir, das finde ich gehört nun wirklich dazu und es war wieder sehr wichtig für uns. Jetzt haben wir noch ein bisschen vom Sonntagabend und wir werden es am kommenden Sonntag nur mit Twitter Space sehen bzw. hören. An dieser Stelle über Twitter, also X. Und aber bis dahin haben wir dann, wie gesagt, noch einmal Nachschlag und davor noch einmal Tichy. Und da bekomme ich dann auch zu Wort. Und vielleicht haben Sie ein gewisses Ohr alle dafür, wenn in den nächsten Tagen, vielleicht sogar Stunden, das wunderbare Video mit Dieter Hallervorden zu Gaza, so heißt das Werk, dass ich da geschrieben habe, an dem er noch vieles verbessert hat, dann eben, wenn das dann erscheint, weil das Entscheidende ist eben tatsächlich, dass wir auf uns setzen und wissen, auch unsere Ohnmacht ist vergänglich. Alles Gute und einen schönen Abend. Ciao.